Sarah, nun sitz doch mal still und trink in Ruhe deinen Kaffee. Sag mal, was hast du da eigentlich immer zu gucken? Sag mir mal um alles in der Welt, wo die Zeitungsolch heute Morgen bleibt. Gerade wenn man auf die alten Dackelbeine wartet, dann kommt sie nicht. Oh, nun sei doch nicht so hiddelig, Vater. Na, was quakst du denn? Da ist sie ja schon. Wird auch Zeit. Na, haben die das gar nicht eingesetzt? Na hier, Möbel, Inkel, Sau, du, Bad. Nee. Na hier, möblierte Stube in bester Lage zu vermieten. Mit Badbenutzung. Bodendiek Eichenstraße 37. 60 Mark nur für so eine kleine Annonce. Ach, Vater, fällt mir schwer, die Stube herzugeben. Ja, das Lied kenne ich nur schon. Lass dir mal eine andere Melodie einfallen und schimpf lieber auf den Staat. Ja, ich schimpf doch gar nicht. Aber meckern tust du. Wenn die uns kleine Rentner nicht so stiefmütterlich behandeln würden, dann hätten wir das nicht nötig, fremde Leute ins Haus zu nehmen. Tja, und nun müssen wir auch noch Krankenkassenbeitrag bezahlen, was denen da oben wohl noch alles einfällt. Na, also nun schimpfst du. Tu ich auch, will ich auch, Dummy nochmal. Kann mir knapp mal eine Zigarre und ein Glas Bier gönnen, dann gönnen wir wenigstens, dass ich mal schimpf. Himmel, Donnerwetter noch mal. Ach, Vater, dein Donnerwetter passt gar nicht zu dem schönen Morgen. Guck mal, wir sitzen hier so gemütlich auf unserem Balkon bei Rundstücken und Kaffee. Der Kaffee ist so dünn, dass du auf den Grund von der Tasse gucken kannst, ja. Meinst du, ich hätte nicht auch mal Appetit auf eine richtige Tasse Kaffee? Aber nee, da werden denn Steuern aufgeknallt, dass der kleine Mann da mal ja nicht beikam. Na, dann sei man froh, dass wir nun keinen Hund mehr haben. Na, bei der doppelten Hundesteuer wäre das nur aber ganz tappendüster für uns. Und... Und denn von wegen starken Kaffee, das ist doch gar nichts für dich. Denn würdest du dich ja noch mehr aufregen. Ach, Mutter, wenn ich dich nicht hätte. Na, lass mal, Vater. Wenn wir nur erst einen netten jungen Mann in Logis kriegen, dann kommen wir schon leichter durch, nicht? Jungen Mann, das denkst du ist gut. Nee, nette junge Dieren wollen wir haben. Eine Frau? Och, nee, Vater, da habe ich aber gar nichts mit den Sinn. Nicht? Na, genügt ja, wenn ich da was mit den Sinn habe. Dein Mann macht mal halb so viel Umstände. Frauen, die wollen doch dauernd in der Küche mit rumpütschern. Dann wollen sie waschen, dann wollen sie kochen, dann wollen sie dies und dann wollen sie das. Ach nö, Vater, für so ein Tüdelkram, da bin ich nun ganz und gar nicht zu haben. Aber ein Fräulein kann die Stube viel besser in Ordnung halten. Und dann hat sie auch viel mehr Sinn für... Unsinn. Unsinn. Für Ordnung. Lass uns mal einen Junge deren kriegen, ne? Die ist auch viel besser, um sich zu haben und überhaupt und so. Nee, Vater, mit einem jungen Mann komme ich besser klar. Glaub mir das. Und ich mit einer jungen Bären, glaub mir. Na hör mal, ich hab doch die meiste Arbeit davon und ich bist ja auch ein junger Herr. Kommt überhaupt nicht auf den Teppich, das Ding ist gut. Das wirst du ja erleben. Sieh mal, Mutter, Kinder konnten wir ja leider nicht kriegen, aber früher, als wir noch hoffen konnten, da habe ich mir schon immer eine kleine Tochter gewünscht. Und ich einen Jungen. Ja, ein Zwillingspaar, noch besser. Hätten wir beide unsere Freude gehabt, ne? Nehmen nun mal Spaß beiseite. Ich bin nun ganz und gar darauf eingestellt, dass wir eine junge Dern ins Logis nehmen. Ja, sag mal lieber, junge Dern. Meinst du, ich merke nicht, wie du, alter Knappen, ihn noch auf die Beine guckst? Oh, auf die Beine guckst. Beine interessieren mich überhaupt nicht. Na. Dann muss das schon ein Eisbein sein, mit Sauerkraut. Ach was, wir nehmen eine Dern, Punkt. Nein, ein Jung, Doppelpunkt. Sag mal, musst du immer das letzte Wort haben? Och, Vater, das lässt du dir ja doch nicht nehmen. Siehst du schon wieder das letzte? Dann du warst ja wohl Riepen. Sie sind ja wohl ganz und gar von lieben Gott verlassen, was? Sie wissen wohl nicht, was Sie sonst noch alles anstellen wollen aus lauter Schabernack. Haben Sie schon wieder was zu meckern? Ich will die was wie meckern. Stauben Ihre schäbrigen Decken aus, wo wir ja gerade beim Frühstück sitzen. Sie, solche Sie. Kann ich riechen, dass Sie auf dem Balkon sitzen? Wenn deine Nase nicht intakt ist, dann würde ich das mal mit den Augen versuchen. Sie, Nachtmütze. Ach, haben die tot. Und das ist doch wohl das Letzte. Auch doch frech werden. Sie, unverschämte Person. Du bezähm dich doch, Vater. Was soll's, sonst kriegen Sie... sonst kriegen Sie einen Bluttopf an das... Oh! Aua! Entschuldigen Sie vielmals,
Das wollte ich nicht, Fräulein. Oh, so ein Malheur, aber auch direkt auf den Kopf. Was du auch immer so explodieren musst, Vater. Du weißt doch, dass du die da oben nicht ernst nehmen kannst. Was hast du bloß wieder angerichtet? War das so einem unschuldigen Menschenkind Blumenpott auf dem Tisch? Doch das muss ja auch ausgerechnet in diesem Moment da unten vorbeigehen. Oh, so ein Malheur, so ein Pech aber auch. Ausgerechnet auf die Gedächtnishalle. Ja, was hältst du dir denn den Kopf? Du hast ihn doch nicht auf den Deckel gekriegt. Ja, eben, ihr ist aber so. Ach, Mutter, guck doch mal über den Balkon, wie es ihr geht. Ich mach doch nicht rausgucken. Oh, das ist sie, Mutter. Geh hin und sag, ich will das nicht wieder tun. Ich will dir was husten. Löffel die Suppe mal aus, die du dir eingebrockt hast. Kannst sehen, wo du hinkommst mit deinem ewigen Aufbrausen. Guten Tag. Sind Sie Herr Bohnen? Ja, leider. Ich meine ja. Ach, kommen Sie doch rein, kleines Fräulein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Sie sind mein erstes Verkehrsopfer. Hat sich wehgetan. Ist noch mal gut gegangen, Herr Bohnen. Ja, Gott sei Dank. Ich habe schon mit einem kleinen Dachschaden gerechnet. Vielen Dank für die Blumen. Oh, da nicht für. Das Ding war gut, ne? Alles gut gekommen von oben. Gute? Ich dachte, mich trifft der Schlag, als der Pott mit mal vom Himmel kam. Ja, dann haben die im Fernsehen gestern Abend ja doch recht behalten. Was hat das denn damit zu kriegen? Ja, da haben sie gesagt, heute ist mit Niederschlägen zu rechnen. Das nächste Mal setze ich mir aber lieber einen Sturzhelm auf, wenn ich bei Ihnen vorbeigehe. Oh, was für ein Glück, dass Sie das mit Humor nehmen. Ich nehme das auch mit Humor. Sie haben Humor. Bloß mit Ihrer Nachbarin nicht, scheint mir. Für die der Blumenpott gedacht war. Na, der Humor soll ein bei solcher Olch wohl vergehen. Das Weib ist aus lauter Schikane zusammengesetzt. Die macht das tun. Die Decke vorn auf dem Balkon ausschütteln. Was die alles fertig kriegt, du hast ein Ende von mich. So, nun sehen Sie wieder manierlich aus. Bitte, Fräulein, setzen Sie sich doch. Danke. Wie heißt das noch, Herr Bohnendieck? Scherben bringen. Glück. Hab ich Glück. Ist das Zimmer noch frei? Ach, Sie waren auf dem Weg zu mir. Ja, nun bin ich aber doch platt. Ja. Was meinen Sie? Ja, ich meine, das war ja ein netter Empfang, ne? Auf dem Weg ins Büro habe ich die Annonce gelesen und bin sofort hergekommen. Sie haben Glück. Wirklich? Mhm. Und ich auch, weil Sie die Erste sind. Oh, wie mich das freut. Meine Frau wollte nämlich absolut einen jungen Mann haben und nun bin ich ihr zuvor gekommen. Dann ist das Ihrer Frau am Ende gar nicht recht, wenn ich hier einziehe. Och, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich bin der Mann und hab das Sagen zu Hause. Nach dem Gesetz ist Ihre Frau aber gleichberechtigt. Nee, wir haben noch nach dem alten Ehekontrakt geheiratet. Der muss mir erstmal gekündigt werden. Und dann würde ich mir das schwer überlegen, ob ich nach den neuen Bedingungen nochmal wieder heirate. Sie sind gut. Na, mit Ihrer Frau werde ich schon klarkommen. Jo. Darf ich die Stube denn mal sehen? Oh ja, bitte, Fräulein. Fräulein? Lisa Franzen. Herr Bohnendieck, sehr gefällt mir. Oh, danke. Aber ich meinte eigentlich die Stube. Ach so, ja, die ist auch ganz schön, ne? Ist unsere beste Stube, alles im Resonanzstil. Ist ja heute wieder modern, ja. Vater, geh doch mal eben hin, ich hab hier noch... Der ist gar nicht da. Oh Gott, hat er sein Opfer um die Ecke gebracht. Ja, lass dir mal Zeit, ist auch ein Walzer. Guten Tag. Ja, ich komme wegen dem Zimmer. Ist das noch zu haben? Ja, kommen Sie rein. Danke. Ja, hier kommen Sie. Herr Jäger. Klaus Jäger. Herr Jäger. Bitte setzen Sie sich doch, Herr Jäger. Oh, danke. Bitte. Nee? bitte. Danke, Frau Bohnendieck. Ich will nicht lange stören. Wollte bloß fragen, ob ich die Stube kriegen kann. Das, haben Sie ja Glück, dass Sie so zeitig unterwegs sind. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, oh, was für ein Glück. Ist nicht leicht, ein ordentliches Logis zu finden. Besonders, wenn man ein bisschen verwöhnt ist. Ach, hier werden Sie sich schon wohlfühlen. Ist eine nette und ruhige Gegend hier, ja. Verwöhnt? Wo
haben Sie denn vor dem gewohnt? Zu Hause bei meinem Vater. Ach so, und nun wollen Sie... Er hat Sie doch nicht vor die Tür gesetzt. Oh, das nicht, aber... Nee, ist ja schon gut, ich will ja nicht neugierig sein, ne? Verkracht. Mm. Er will zum zweiten Mal heiraten. Ach, und nur sein Junge, mein Weg, na sowas aber auch. Ich meine, mich geht das ja gar nichts an, ne? Aber die neue Mutter gefällt Ihnen nicht? Vor einem guten Jahr ist dann meine eigene Mutter noch aus und eingegangen, wo sich nun eine fremde Frau breit machen will. Ja, ich merke schon, Sie mögen sie nicht, ne? Ich kenne sie gar nicht. Will sie auch gar nicht erst kennenlernen. Ich bin ausgezogen. Na, ja, aber vielleicht ist sie doch ganz nett und Sie werden sich an sie gewöhnen. Ich habe meine Mutter sehr lieb gehabt, Frau Bodenlieg. Und die Frau, die sich bei uns ins warme Nest setzen will, hat das nur auf das Geld abgesehen. Und eine Tochter schleppt sie auch noch mit ins Haus. Na, dann kriegen Sie doch sogar noch eine Schwester. Ja, wer weiß, was für eine pugelige Verwandtschaft noch mitgeheiratet wird. Och, lass sie glücklich werden. Hm? Och, darf ich die Stube denn mal sehen? Oh Gott, ja, Herr Jäger, ja, natürlich. Wissen Sie, mein Mann, der wollte ja am liebsten junges Mädchen haben, nicht? Ja, dann passt ihm das am Ende gar nicht, wenn ich einziehe. Wenn ich Ihnen die Stube vermiete, ist sie vermietet. Ja, aber der Mann ist doch Herr im Haus. Ja, aber was ich sag, wird gemacht. So, na, ich werde schon mit ihm klarkommen. Aber sicher, Herr Jäger, dies ist die Stube. Bitte. Oh, das ist ja eine schöne Stube. Ja. Ja, und der ganze Balkon steht auch zu Ihrer Verfügung. Mhm. Hier scheint den ganzen Tag die Sonne. Wenn sie scheint, ja. Ja, im Moment hat sie sich ein bisschen verkrümelt, ne? Aber wenn Sie hier erst wohnen, dann haben wir ja auch bei Regenwetter Sonnenschein im Haus. Oh, Sie können auch Komplimente machen. Oh, schlagen wir alles auf die Miete auf. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Wie teuer ist die Stube denn ohne Komplimente? Ja, wir haben gedacht, zu viel. So? Hm? Na gut, sagen wir die Hälfte. Auch noch zu viel. Den ganzen Tag bin ich nicht zu Hause. Komm bloß zum Schlafen. Na und von Sonntag bis Montag bin ich überhaupt nicht da. Da bin ich immer bei Verwandten auf dem Land. Ja, das passt ja großartig. Ja. Dann können wir ja weiterhin sonntags in der guten Stube wohnen bleiben. Oh, das wird Mutter freuen. Sie kann die Stube schlecht missen. Hm. Ja, wenn das so ist, dann... Sagen wir doch... Einverstanden. Also 200. Sagen Sie mal, vermieten Sie die Stube eigentlich an mich? Dann würde ich Ihnen keine 200 Mark abnehmen, Herr Bodendieck. Nicht? Ja, das Ding ist gut. Das ist morgen noch gut. Na ja, auf das Entgegenkommen hin. Sagen wir 200, weil Sie das sind. Schlagen Sie ein. Als hätten wir ein Schwein verhandelt, ne? Oh, Sie sind verheiratet. Jo. Ach, Regie. Ich musste heiraten. Au, Kinder haben Sie auch schon? Ein Kinder. Ja, das verstehe ich nicht. Sie wollen die Stube mieten und sind... Ach so, Sie sind geschieden. Nein. Ja, meine beste Frau, so leid mir das tut, aber dann wäre das nichts mit uns. Wir wollten eine Person haben, die alleine steht. Womöglich kommen Sie hier mit Kind und Kegel an. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten. Keine Bange. Mein Mann und Kind sind, wie sagt man noch, imaginär. Ach, so, so. Iman. Haben Sie das schon länger? Ich will damit sagen, meine Familie, die existiert überhaupt nicht. Die ist erfunden. Erfunden? Ja, das Ding ist gut. Dann lassen Sie sich mal ein Patent aufgeben. Also, dass Sie keine Angst kriegen, dass ich hier mit Kind und Kegel ankomme, will ich Ihnen sagen, warum ich heiraten musste. Aber... Psst, du bin ich aber gespannt wie ein Flitzbogen. Also, ich bin Privatsekretärin bei Bollmann und Co. Ja. Sagen Sie mal, Herr Bodendieck. Bin ich hübsch? Oh, lecker, zum Anbeißen. Hat mein Chef auch gemeint. Zu hübsch. Zu hübsch? Aber wo gibt's denn sowas? Für seine Sekretärin. Das verstehe ich nicht. Junge, ich sollte Chef sein. Ich hätte mir auch nicht so eine verdreuchte Plumpen ausgesucht. Nee, so einen schönen, roten, glatten Apfel. Herr Bollmann denkt genauso. Aber seine Frau hält mehr von so einer alten Jungfer. Ja, weil sie Angst hat, er könnte eventuell mal in den Apfel reinbeißen, ne? Ja, das haben die Adams ja manchmal an sich, ne? Sie ist bannig eifersüchtig. Und darum darf er bloß alte Jungfern einstellen. Oder Frauen, die verheiratet sind. Weil sie glaubt, die können ihm nicht gefährlich werden, ne? Herr Bollmann, mach aber lieber was Junges um sich haben. Oh, wie ich dem Mann das nachfühlen kann. Darum sind wir auf den Dreh gekommen, aus mir eine glückliche Ehefrau zu machen. Tja. Und so bin ich zu meinem Mann gekommen. Und zum Kind aus Plüm. Und zu meiner Stellung. Das Ding ist gut, das ist morgen noch gut. Dann passen Sie bloß auf, dass die Bollmannsche da nicht mal hinterkommt. Nee, die ist überzeugt, dass ich das beste Eheleben von der Welt führe. Alle naslang kommt sie bei uns an im Kontor, von wegen der Richtigkeit. Na, Frau Franzen, wie geht's denn, Frau Franzen? Was macht denn der Mann, Frau Franzen? Macht sich, Frau Bollmann. Und der Lütte, Frau Franzen? Macht sich auch, Frau Bollmann.
Das ist ja eigentlich nicht richtig, dass Sie hier im Kontor sitzen. Die Mutter gehört doch zu Ihrem Kind. Das muss doch sein Recht haben. Das muss doch... Erich, was sagst du? August heißt es. Ach was, Erich ist doch Ihr Mann, mein Chef. Ah ja. Wer versorgt denn das Kind, Frau Franzen? Die Oma, Frau Bollmann. Verdient Ihr Mann denn nicht so viel, dass Sie... Ach so, er ist immer bloß bei der Hochbahn. Hat er da denn keine Aussichten? Na, Hauptsache glücklich. Ah! Und das sind Sie doch, Frau Franz. Mein Mann geht mir über alles, Frau Bollmann. Und wenn sie das denn hört, dann ist sie erst mal wieder zufrieden. Na, dann wollen wir hoffen, dass die Bollmannsche nicht mal hier aufkreuzt von wegen der Richtigkeit. So weit wird sie die Eifersucht wohl nicht treiben. So, nun will ich schnell nach Haus meinen Koffer holen. Ja. Ich nehme ein Taxi. Ja. Sind Sie so gut und helfen mir nachher. Versteht sie. Ich lasse den Fahrer zweimal hupen, wenn ich zurück bin. Hm? Ich komme schon beim ersten Huper, Fräulein Lisa. Oder muss ich lieber Frau Franzen sagen? Nee, bloß nicht. Das gilt bloß fürs Geschäft. Hm. Na, tschüss denn so lang. Nee, warten Sie, ich komme mit. Ich weiß, wo Sie eine Taxe finden. Ah, das ist nett. Dankeschön. Und der ganze Balkon steht auch noch zu Ihrer Verfügung. Hier scheint den ganzen Tag die Sonne. Hauptsache, das ist eine ruhige Gegend, Frau Boni. Ja. Ich schlafe nämlich tagsüber. Ach, und sind nachts gar nicht zu Hause? Nee, da verdiene ich mein Geld. Ach, bei der Wach und Schließen? Nee, als Fernfahrer. Was, die ganze Nacht unterwegs? Ja, ist ein hartes Stück Brot. Abends um 7 los und am nächsten Tag morgens um 7 erst wieder zurück. Was, 12 Stunden in am Steuer? Ja. Junge, das ist ja keine Kleinigkeit. Wie lange machen Sie das denn schon? Heute Abend soll ich anfangen. Heute. Och, Sie. Der Mann, gute Jungfernfahrt, nicht? Bitte, Herr Klaus. Danke. Was haben Sie denn früher gemacht? Da war ich in Vaters Firma. Ach so. Kennen Sie vielleicht? Jäger, Obst und Gemüse en gros. Was, Sie sind der große Jäger. Ich meine Jäger en gros. Und aus dem schönen Geschäft sind Sie rausgelaufen. Alles nur wegen der Heiraterei. Ach, das traf alles zusammen. Sie wissen ja, wenn aufgeräumt wird, kommt allerhand zutage. Mhm. Vater hat mich im Geschäft immer als so eine Null angesehen, weil er alles alleine machen will. Ich lasse mich doch mein Leben lang nicht als Lehrjung behandeln. Und nun wollen Sie ihm mal zeigen, dass Sie auch auf eigenen Füßen stehen können, ne? Er denkt bestimmt, ich komme in ein paar Tagen wieder zurück, aber da soll er sich verrechnen. Na, wollen wir hoffen, dass Ihnen das nicht leid tut. Ach, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ja. Ja. Mhm. Ja, bis auf die Miete wären wir dann ja wohl klar. Ja, Herr Jäger, da ist uns das ja gerade um zu tun, nicht? Wissen Sie, mein Mann, der hat ja so eine kleine Rente. Also die reicht nicht hinten und nicht vorn, von der Mitte ganz zu schweigen. Ja, 250 Mark lang das? Ja, ja, Herr Jäger, ja, ja, so haben wir uns das auch gedacht, Herr Jäger. Dankeschön. Ja, scheint wirklich ein ruhiges Haus zu sein. Ach ja, sind alles ruhige und nette Mieter, die hier wohnen. Augenblick nur, Herr Jäger, ne? Ja? Ist Ihr Mann nicht da? Nee, Herr Sport, aber kommen Sie doch rein. Er muss ja gleich kommen, ne? Ja, ihm helft, meine Frau wieder zu beleidigen. Auch einer von den Ruinen. Nun kommen Sie doch rein, Herr Sport. Das kann ich ja tun, aber lass Sie mich nicht in die Finger kriegen. Ich bin ganz was anderes. Tag, liebe Frau Bodendieck. Tag, Herr Sport. Tag, junger Mann. Guten Tag. Das ist Herr Jäger. Unser neuer Mieter. Angenehm, Sprott. Na, so als Sprott brüllen Sie nicht schlecht. Kommt das öfter vor? Der Not gehorcht nicht dem eigenen Triebe. Nehmen Sie mir das mal nicht übel, Herr Förster. Nee. Jäger! Ja. Ach so, Jäger. Ja. Ja, aber was tut man nicht alles für den lieben Frieden? Da oben, da steht einer an der Treppe und die will das hören. Ja, die Frau von Herrn Sprott ist nämlich ein Besen. Ein bisschen eigenwillig, wollte ich sagen. Vielen Dank für Pietät und Takt, aber Besen passt besser zu dem Schrubber. Kennen Sie sich in Geologie aus? Gesteinskunde? Ja, so ein bisschen. Bisschen, das ist gut, ja. Meine Frau hat nämlich Gallensteine. Und wehe, die fangen an zu klappern, dann klappern die Tasten im Küchenschrank gleich mit. Aber ab und an läuft ihr die Galle auch mal über. Heute Morgen hat sie gerade wieder mit meinem Mann erzürnt. Er ist der Einzige, der keine Angst vor ihr hat und ihr dann mal ordentlich Bescheid sagt. Ja, dafür muss ich dann wieder runter und August Bescheid sagen, sonst ist für mich zappendüster. Die legt sich da mitten am Tag ins Bett und ich krieg nichts zu essen. Boah, das ist ja direkt eine Tragödie. Das will ich wohl sagen. Frau Boden, ich lang nachher noch schnell meinen Koffer raus. Ja, ja, schön. Ja. Schöner Jäger, bis nachher. Ja, tschüss, denn. Ja, tschüss. Und vielen Dank auch. Ja, auch bitte. Ja.
Wiedersehen, Herr Klaus. Tschüss. Netten Menschen, den ihr da aufgegabelt habt. August weiß das noch gar nicht. Wird der sich freuen, wenn er hört, dass ich die Stube für 250 Mark vermietet habe. Gut, das ist ein schönes Stück Geld für uns eins. Ja. Wo ist August denn hin? Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, er hat die junge Dea noch ein Stück längs gebracht, der er den Blumenbrot auf den Kopf geschmissen hat. Der meiner Frau zugedacht war. So ein Pech aber auch. Ja. Dass er sie nicht getroffen hat. Friedrich! Ja, Paula! Komm rauf, wenn der Kerl nicht da ist! Ja, Paula! Du, er kommt gerade in die Tür. Warte, du werde ich ihm zeigen, was der Hake ist. Ja, August. Hallo, Fiete, Terreiter, Junge. Na, ist wieder eine Zigarre fällig? Ja, Mutter, das für dich. Oh, Vater, guten Kaffee. Wo ist denn das Geld hier? Sag ich dir noch, du, ich hab eine große Überraschung für dich, Mutter. Na, und ich jetzt für dich, Vater. Ja. Du, Fiete, deine Olsch, die treibt das ja immer doller, du. Wir sitzen hier gemütlich auf dem Balkon beim Frühstück, da geht die bei und kippt uns den halben Ascheimer auf die Marmelade. Tut mir leid, August, aber tu mir doch noch mal den Gefallen, ja? Nö, nun mach ich nicht mehr. Sie nimmt sich ja immer mehr raus, wenn sie glaubt, dass ich jedes Mal zu Kreuz krieg. Du solltest ihr mal ordentlich eine hinten vorgeben. Sie kriegt mich mal über. Bei deiner Figur verstehe ich nicht. Ist aber so, leider. Du, August, guck doch mal. Ne? Nee. Oh, August, mir zuliebe. Oh, Vater, nun tu das, Mann. Also gut. Ja. Willst du anfangen oder soll ich? Ach, fang du mal an. Fang du mal an. Ja, gut. Na, Herr Sprott, was liegt denn nun wieder an? Was anliegt? Fragen Sie dich auch noch so dusselig, wenn das so einmal passiert, dass ich meine liebe kleine Frau in dieser Art und Weise beleidigen dann. Aber, Herr Sprott, Sie verpassen mir hier eine Zigarre. Danke. Das steht aber auch nicht an, dass Ihre liebe, nette Frau Ihre Decken auf dem Balkon ausstaubt. So ein Ferkel. In unseren Decken ist kein Staub drin. Da ist meine Frau viel zu penibel. Und wenn ihr das in Ordentlichkeit gesagt hättet, dann hätte sie die Decken auf dem Hof ausgestaubt. Der Ton macht die Musik, mein lieber Bodendieck. Das reimt sich ja sogar. Nein, für alle Mal. Ja, gewiss doch, Herr Sprott. Ich will das auch nicht wieder tun. Du, die Zigarre ist gut. Wo ist die her? Von Hansens Zigarrenladen. Mag das Stück. Ich will diesmal noch vom Gericht absehen. Aber das ist meine letzte Ultimahnung. Du machst das aber tun, du. Dass sie meine Frau mit dem Blumenpott schmeißen wollten und leider nicht getroffen haben. Das werde ich nie verzeihen. Und die Nachtmütze, die sie an den Kopf geworfen haben, nehmen sie auch wieder zurück. Du, das ist eine teure Zigarre. Sag mal, wie lange soll das da dann noch dauern? Du, ich bin gleich fertig, Augenblick. Ob Sie die Nachtmütze wieder zurücknehmen? Ja, Herr Sprott, aber nun schreien Sie doch nicht so. Da kann ja die ganze Nachbarschaft mithören. Ja. So, nun Schluss mit dem Theater. Jojo. Besten Dank, August. Oh, da nicht für. Bei der Gelegenheit komme ich mal zu einer guten Zigarre. Ne? Ja, nicht zu meiner Ruhe, das ist ihm mir wert. Na, Herr Sprott, hat die August das mal wieder ordentlich gegeben? Ja, gucken Sie nur an, sieht noch ganz verdattert aus. Wenn er bei mir doch auch mal so parieren wollte. Na, was ist, Herr Sprott? Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Ach ja, ja, ja. So. Ach nee, ich muss wieder hoch, sonst krieg ich wieder eine Reise dafür, dass ich so lange hier unten geblieben bin. Du kriegst wohl eine Reise nach der anderen, was? Nur so eine halbe Weltreise habe ich schon hinter mir. Ja, ich weiß nicht, Fiete, ob das der richtige Weg ist, so wie wir das machen. Die treibt das ja immer doller. Ach, August, ich bin ja nicht erst seit gestern mit ihr verheiratet. Auf eine andere Art kannst du ja nicht beikommen. Bei ihrem cholerische Temperatur. Tschüss, dann, August. Tschüss, Fiete. Schön Kaffee. Zu schal aber auch. Der arme Mensch kann ein Leid tun, nicht? Er ist eine Seele von Mensch. Ja, sonst hätte ich den Pohé auch nicht mitgemacht, Mutter. Dieser Duft. So ist er richtig, Mutter.
Wunderbar. Kann er rat mal, was passiert ist, als du weg warst? Nee, rat du mal, was passiert ist. Du ahnst ja nicht, was ich für eine Überraschung für dich hab. Na, denn sag. Hier, Vater, hier. Wo hast du das viele Geld her? Ja, wo hab ich das woher, nicht? Ich hab die Stube vermietet, Vater. Wo hast du? Das ist allerdings eine große Überraschung. Das haut dich um, was? Das haut mich, oha, oha, ja. Freust dich gar nicht? Wenn ich ein Hund wäre, würde ich nur mit dem Steher wackeln. Ja, dann erzähl mir nur deine Überraschung. Das ist inzwischen eine Sensation geworden. Sensation? Schon mehr eine Katastrophe. Ja, was denn los, Vater? Was los ist? Ich hab die Stube auch vermietet. Du hast, also nur warte, Kartenhex. Das musst du rückgängig machen. Ich? Nee, du. Wie komme ich dazu? Ja, und wie komme ich dazu? Ja, wer weiß, was für eine Logik hast du, die auf der Straße aufgegabelt hast. Ich habe zuerst vermietet. Nee, Mutter, ich. Und die Lieder habe ich auch schon weg. Ich auch. 250 Mark. Was? Und du? Ich? Ja, du. Aber mein Logikgast, der kommt nur zum Schlafen her. Und von Sonntag bis Montag ist sie überhaupt nicht da. Sie? Also, nun wart ihr wohl Riten. Denn hast du doch eine Frau genommen? Na ja, das Fräulein, der ich den Blumenpott auf den Dötz geballert habe. Ach so. Nee, egal. Was bezahlt die denn überhaupt? Oh, dass die bezahlt, du, da kannst du dich drauf verlassen. Och, Mutter, das ist so eine nette, apartige Deren, du. Wie viel will ich wissen? Ja, und dann können wir sonntags weiterhin in der guten Stube wohnen bleiben. Ist das nichts? Wie viel Miete sie gibt? 200. 200, die ist ja nicht ganz bei Trost. Ja, mehr hat er sie im Augenblick nicht bei sich. Die restlichen 50 Mark bezahlt sie später. Ach so. Ach nee, Vater, da wird nichts von. Ich hab dir deutlich genug zu was Dinge gegeben, dass ich keine Frau haben will. Kündige ihr und der junge Mann zieht ein. Nee, ich will keinen Kerl im Haus haben. Hab schon an mir selber genug. Hab ich dann überhaupt nichts mehr zu sagen? Oh, Vater, das ist so ein netter junger Mann, so einfach und schlicht. Du, der kann Plattdeutsch sprechen wie wir. Oh, mein Fräulein auch, du, und nicht so knapp. Hat sein Elternhaus verlassen, weil sein Vater ihm eine neue Mutter vor die Nase setzen wollte. Ach nee, und dafür krieg ich ihn nur vor die Nase gesetzt, was? Nee. Vater, wir werden ihn knapp zu spüren, kriegen erst Fernfahrer. Ist von abends 7 bis an den Morgen um 7 unterwegs. Der schläft hier nur so tagsüber. Einerlei und... Moment mal. Was hast du da eben gesagt? Vater, von ihm werde ich bestimmt nicht viel Arbeit haben. Nee, sei mal ganz ruhig. Was hast du denn? Ich denk. Oh Gott, Vater, lass das nach. Das geht immer schief bei dir. Du hab ich's. Ein großartiger Einfall. Na? Wir nehmen sie alle beide. Also, du hast das wirklich, aber hier. Wo soll sie denn schlafen? Bei dir? Och, da hätte ich nichts gegen. Aber überleg doch mal, Mutter. Sie schläft nachts und er am Tag. Warum soll die nicht umschichtig schlafen? Müssen sie im Hotel doch auch. Vater, doch sind die doch nie mit einverstanden. Ja, das brauchen wir ihnen ja nicht auf die Nase zu binden, ne? Aber überleg doch mal, Mutter. Dann hätten wir mit einem Schlag 450 Mark im Monat mehr zum Leben. Na, was? Wieso 450? Wieso? Ach so, nee, Moment mal. 500. Ja. 500 Mutter mit Einschlag, Kapitalisten, du. Stell dir das mal vor. 500 Mark mehr, weniger 50. Schönes Stück Geld. Ja, dann können wir jeden Tag ein Bistick essen, du, so groß wie ein kleiner Bettvorleger. Köpfchen, Mutter, ja. Köpfchen. Und wer der eine nun mal zu spät ist und der andere kommt zu früh, was mein Köpfchen dazu? Ja, das müssen wir noch rauskriegen, wann die kommen und gehen. Ne? Och, und für den Rest findet sich überall eine Hintertür. Ne? Nee, Vater, wenn das Mann kein Tummelum gibt. Ach, Mutter, guck doch mal. Hier in der einen Hand habe ich eine Handvoll Aufregung und in der anderen die 500 Mark. Siehst du, Mutter, wie die Hand runtergeht, wo das Geld drin ist? Weil du! Da! Schon wieder einer, der die Stube mieten will. Du geh hin und sag, wir sind schon besetzt. Das heißt, Sonnabend und Sonntagnacht ist noch frei. 20 Mark. Ich komme wegen dem Zimmer. Da müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen. Kommen Sie doch erstmal rein. Ja, danke. Guten Tag. Oh, guten Tag, gnädige Frau. Oh, das tut uns aufrichtig leid, aber Sie kommen leider zu spät. Setzen Sie sich doch erstmal hin, ne? Danke. Bitte. Ja, das ist ja dumm. Ich suche nämlich eine nette Stube für meine Tochter. Ja, als ich Ihre Annonce sah, da habe ich gleich bei Ihrem Geschäft angerufen. Aber sie war nicht da. Und darum habe ich mich selbst auf den Weg gemacht. Ach, schade.
Ja, wenn's Pech sein soll, ne? Ja, das ist wirklich Pech. Och, und da lässt sich nichts mehr an ändern. Oha, nee, wir haben die Stube sogar schon zweimal vermieten. Ich meine, wir hätten schon zweimal vermieten können. Ach so. Ja, wir müssen nämlich morgen ausziehen. Och, und dann haben Sie alle beide kein Zuhause? Ja, ich ja. Ich heirate wieder und ziehe in das Haus von meinem Mann. Tja, ist da denn kein Platz für Ihre Tochter? Och, mehr als genug. Ja, das war auch erst abgemacht, dass sie mit mir ziehen sollte. Aber sie hat es sich überlegt. Ja, und in der alten Wohnung kann sie auch nicht bleiben? Nee, ich habe gekündigt. Ja, hätte ich geahnt, dass das so kommt, dann wäre ich da nicht so eilig mit gewesen. Ne? Ich meine, Sie sollen ja nun nicht denken, dass ich neugierig bin, ne? Aber hat Ihre Tochter denn was gegen den neuen Vater? Ich will ja auch nicht neugierig sein, aber mögen Sie eine Tasse Kaffee? Ach ja, das könnte nicht schaden. Ja. Dann schenk ein, Mutter, ja. Und lass das fragen. Ach nee, das dürfen Sie gerne wissen. Gegen meinen zukünftigen Mann hat sie nichts. Aber gegen seinen Sohn, denn er ist gegen unsere Heirat. Der Sohn? Also das ist ja gediegen. So einen Fall kenne ich auch. Ach, ja. Ja, aber so geht das nicht. Ist man jung, muss man die Eltern fragen und kommt man in die Jahre, muss man bei den Kindern um die Hand anhalten. Ja. Und Sie haben Korb gekriegt. Tja, er meint, wir haben das bloß aufs Geld abgesehen. Ja, ich habe meiner Tochter das erzählt. Ja, dummerweise. Und da war es natürlich aus. Nee, in das Haus kriegen mich keine 10 Pferde rein, sagt sie. Oh, sie ist mächtig böse mit dem. Ja, was für ein Wunder, nicht? Wenn einem Nacht gesagt wird, dass man bloß auf das Erbteil schielt. Das sehen Sie es gut. Ach, kein Gedanke. Aber überzeugen Sie mal so einen jungen Mann, dass er auf dem Holzweg ist. Wie haben Sie ihn denn nicht mal ordentlich in die Mangel genommen? Nee, er geht mir aus dem Weg. Ja, ich habe ihn noch nicht einmal zu sehen gekriegt. Und als sein Vater ihm gesagt hat, dass wir auch ohne seinen Segen ernst machen würden, ja, da kriegt er zur Antwort, dann ziehe ich eben aus. Oh, so ein dösiger Bengel soll sich seine Mutter doch erst mal angucken, ehe er über sie loszieht, ne? Diese Autos. Tut, das ist für mich, Mutter. Was? Augenblick, ich komm, ich spring, ich fliege. Mein Luxigast, Mutter. Ja, fliege mal nicht die Treppen runter. Ausziehen will er, na, denkt jeder, ist aber hart auf hart. Ja, was sagt denn nur Ihr Mann dazu? Oh. Herr Jäger meint, die Kinder werden sich schon besinnen, wenn wir es verheiratet sind. Ja, da wäre es nicht mehr zu ändern und sie müssen sich damit abfinden. Jäger? Haben Sie eben Jäger gesagt? Ja, mein Mann. Das heißt, Sonnabend ist es soweit. Wir heiraten Sonnabend. Jäger, Obst und Gemüse? Ja, Angro. Ja. Und ausgerechnet hier wollten Sie Ihre Tochter unterbringen. Du kriegst die Tür nicht zu. Was meinen Sie? Entschuldigung, ich wollte sagen, ich glaube, die kriegen die Tür nicht auf. Danke, Mutter. So, hier ist unser Fräulein. Na, gefällt sie dir, Mutter? Ja. Guten Tag, Frau Bundig. Ich werde verrückt. Lisa! Was machst du denn hier? Ich wollte die Stube mieten für eine junge Dame. Aber ich kam leider zu spät. Kein Wunder, dass du nicht zu Hause warst. Ich habe so das unbestimmte Gefühl, die Herrschaften sehen sich nicht zum ersten Mal. Nee, die Dame habe ich schon bei der Geburt kennengelernt. Als Hebamme? Nee, aber als Mutter ist man ja auch mit dabei. Oh. Und als, was Sie sind, na, der gute Nacht. Nee. Wollte ich sagen. Herzlich willkommen. Wirklich? Sie hätten doch lieber einen jungen Mann gehabt. Naja, geht ja nicht immer alles nach Wunsch. Na, Fräulein Lisa, das haben Sie auch nicht gedacht, dass Ihre Mutter... Das Ding ist gut, was? Das Ding ist morgen noch gut. Ja. Komm, Mutter, guck dir mal schnell meine Stube an. Ja. Und dann muss ich machen, dass ich ins Geschäft komme. Herr Bollmann denkt bestimmt, ich bin unter den Torf Eber gekommen. Ja. Entschuldigung. Oh, geben Sie mal her den Koffer, ne? Guck mal, Mutter. Oh, die ist aber groß. Du sitzt wie in der Patsch. Patsch? Quatsch. Wieso? Mein Logikast ist das Opfer, auf das dein Fräulein solches Ding Wut hat. Was tönst du da? Frau Franzen da drin heiratet, sondern den Vater von meinem Logikast. Ja, und denn? Oh Gott, dann machst du eigentlich ein Brett vom Kopf. Nee. Wenn die beiden Alten heiraten, dann werden die Jungen doch Bruder und Schwester. Ja, und? Ach so! Oh! Du guck nicht so dumm und sieh zu, dass du sie wieder loswärst. Das geht doch nun nicht mehr, Mutter. Wieso willst du die als Katze und Hund hier unter einem Dach behalten? Ich nicht, du. Das gibt Mord und Totschlag. Die kriegen sich doch überhaupt nicht zu sehen.
Er kann jeden Augenblick hier sein, wollte seinen Koffer vorbeilangen. Jeden Moment kann er vor der Tür stehen und klingeln. Was hab ich da? Das ist er. Und nun sieh du zu, wie du da wieder rauskommst. Du kneif doch nicht aus, Mutter, was soll ich denn tun? Köpfchen, Papi, Köpfchen. Ja, klingel, du Mann. Kannst du lange klingeln. Du werde auch noch frech. Merkst du, Dösbattel, denn nicht, dass keiner zu Hause ist? Dididit, da, dididit. SOS. Nun morst du auch noch. Oh Mann, das reißt ans Nervenkostüm. Herr Bodendieck, ich glaube, das hat bei Ihnen geklingelt. Ja, das war der Milchmann. Hören Sie schon wieder? Oh ja. Da will einer rein. Ja, das scheint so. Deshalb klingelt er wohl auch. Ach so, Sie wollen nicht aufmachen. Oh, das ist sicher wieder einer, der die Stube mieten will. Oder ein Bettelmann. Oder einer, der mir einen Staubsauger verkaufen will. Kann aber auch was Wichtiges sein. Sonst würde er doch nicht so lang klingeln. Ja, Ausdauer hat er, das stimmt. Machen Sie mal lieber auf. Wenn Sie meinen. Hm? Bitte? Sind Sie Herr Bodendieck? Persönlich. Ihre Frau hat Ihnen sicher gesagt... Richtig, hat meine Frau mir gesagt, Sie sind der junge Mann, der uns den Staubsauger vorführen will. Das finde ich aber großartig von Ihnen, dass Sie uns ganz gratis und umsonst die Stuben sauber machen wollen. Aber ich... Ich brauche diese Woche denn kein Teppich zu klopfen. Glück muss der Mensch haben. Entschuldigen Sie, meine Damen. Ich wollte doch bloß... Ach, da haben Sie Ihre Apparatur drin. Dann fangen Sie mal gleich hier in dem Zimmer an. Ja, vielleicht hören Sie mich mal an, Herr Bodendieck. Ich bin nicht... Ich lasse ihn mir nicht aufbringen, junger Mann. Erst sehen und dann können Sie mir einen Vortrag halten, ne? Ich kaufe doch keine Katze im Sack, im Koffer. Herr Bodendieck, ich bin nicht der, für den Sie mich halten, Herr Da bin ich auch nicht für, meine Frau auch nicht. Saugen Sie, junger Mann, saugen Sie, aber saugen Sie es nicht fest und lassen Sie was von Teppich. Ja, mein Name ist... Name interessiert mich nicht, Name ist Schall und Rauch, Gefühl ist alles. Saugen Sie mit Gefühl, ein Mann, los, Herr Elektroblitz. Das Ding ist gut, ne? Ja, so ein Vertreter darf man gar nicht erst zu Wort kommen lassen. Sonst haben die einen Staubsauger zu 500 Mark angedreht, ohne dass sie gezeigt haben, wie so ein Ding überhaupt funktioniert, ne? Mir hat er eigentlich ein bisschen leid getan. Er war ganz verdattert, weil sie ihm so über den Mund gefahren sind. Ach, guck mal an. Wieso was denn? Nix. Mir hat er auch gefallen. Ach, was du immer hast. Komm nun, ich muss los. Ja, ja. Tschüss, bis heute Abend, Herr Bodendieck. Tschüss, Fräulein Lisa. Hat mich gefreut, auf diese Art Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Bodendieck. Ganz auf meine werte Seite, gnädige Frau. Oh. Wiedersehen. Danke. Komm nun. Ja, komm doch schon. Oh Mann. Das hätte Zweit kosten. Haben Sie nun einen Augenblick Zeit für mich? Ja, kommen Sie rein, Herr Elektroblitz. Die Luft ist rein. Der Teppich auf. Sie haben mich verwechselt, Herr Bodendieck. Ich bin der neue Mieter. Was? Sie sind ja. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Sie ließen mich ja gar nicht zu Wort kommen. Jo, weil ich gedacht habe, Sie wollen hier klar Schiff machen. Das Ding ist gut, ne? Bodendieck, Rentner. Jäger, Klaus. Herzlich willkommen, Herr Jäger. Wie sagt man noch? Weidmannsheil. Weidmannsdank. Lisa, nun setzen Sie sich doch hin. Ich will noch wachsen. Sie haben gar nichts von dem schönen Kaffee. Mm. Ist höchste Eisenbahn. Ja? Wo bleibt Ihr Mann denn mit meinen Schuhen? Ach, die Schuhe, ja. Augenblick. Hm? August, mach zu, das wird Zeit. Ich hol die Jacke schon, nicht? Und meine Tasche bitte, Mutter Bodendieck. Mhm. Ach, und sind Sie so gut ja. Und lassen den ganzen Tag die Fenster auf. Das riecht immer so streng bei mir. Strenge? Hm? Wir haben doch keine kleinen Kinder. Nach Tabak. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wie das angehen kann. Bei den paar Zigaretten, die ich rauche, hat mein ganzes Parfüm gekostet. Das Parfüm, ja, ich werde gut lüften. Danke. Ach, die Frau hier über uns ist so bannig neugierig, was? Die fragt der Kuh das Kalb ab
Und dann auch so eine hinterhältige Art. Also die sollten Sie mal ganz links liegen lassen. Die ist bloß immer darauf aus, uns was anzuhängen. Ja. Fuß! Fuß! Danke. Bitte. Dafür schenke ich Ihnen auch was. Ah, Manschettenknopf. Haben Sie meiner Stube verloren? Ich nicht. Wie kommt er denn in mein Bett? Oder war wohl müde, ne? Meiner ist das. Ja, aber gewiss ist das deiner Vater. Mutter, ich kenne doch meine Manschettenknöpfe. Besinn dich doch, August. August, August, wo hast du bloß wieder deine Gedanken? Ja, klar ist das meiner, ne? Schönen Dank auch. Nur bei nichts wie los. Tschüss denn auch. Na, tschüss. Vergiss nicht, den Ehering aufzusetzen. Hab ich schon. Tschüss. Tschüss. So, August, hau rein. 1, 2, 3, ist Klaus Jäger da. Ja. Dein Klaus kriegt schon sein Recht. Tschüss, Vater Bondig. Tschüss. Ist das nicht eine herrliche Bären? Ist das nicht eine starche Bären? Und ein Gang hat sie wie eine Königin. Ja, treib das mal nicht zu doll, ne? Die ist mir in diesen 14 Tagen ans Herz gewachsen, als wär's meine eigene Tochter. Na, Mutter, was hab ich gesagt? Geht das nicht gut mit der doppelten Schicht? Freu dich nur nicht zu früh, ne? Ja. Du bist und bleibst ein ewiger Pessimist. Aber an das Geld, was wir einstecken, daran denkst du nicht. Ja, aber nicht zu knapp, du. Ich warte schon 14 Tage, dass sie den Rest bezahlt. Ja. Oder hast du es schon gekriegt? Nee, noch nicht. Werde ich ihr das heute Abend mal sagen, ne? Nee, das wärst du nicht. Du bist immer so grob. Ich bring das schon in Ordnung. Ja, dann tu das aber auch, nicht? Die rote Zahnbürste, das ist doch seine, ne? Oh, Vater, das musst du doch nur beikleiden. Hat er nur an alles gedacht. Ja, also Bett raus, Bett rein. Gelbe Seife raus, grüne Seife rein. Nachthemd raus, Pyjama rein. Du, das mit Manschettenknopf, das Ding, war gut, ne? Du Tüffel, ach nein, du fällst doch noch beinahe auf rein. Ja, man muss aber auch aufpassen wie so ein Schießhund, ne? Vater, ja? Komm, vergiss nicht. Ihr Schrank abschließen sein, aufstehen. Oh nee, das mach ich mal. Ist das doch Klaus? Ist der denn schon wieder da? Oh Gott. Klaus! Hallo! Sind Sie schon wieder zurück? Ja, ist heute schneller gegangen. Ach, wie schön, ne? Ach du Leben. August, mach zu, er ist schon da. Ich halte ihn so lange in Schnack auf. Mensch, der hat Nerven, das ist das ganze Geschäftsleben. Oh, jeden Morgen. Das da bin ich wieder. Heil und gesund. Ach, und müde und nochmal müde, Mutter Bondig. Ach, ich wollte, das wäre so. Dass ich müde bin, da kannst du auf abtun. Nee, dass ich Mutter wäre und Kinder hätte, meine ich. Haben Sie nicht? Nee. Ich hab gedacht, weil Ihr Mann immer Mutter sagt und Sie sagen doch auch Vater zu ihm. Ach, das ist wir. Wir hatten mal einen kleinen Hund. Oh. Ja. Das war so ein drolliger Kerl, wissen Sie. Der sah aus wie ein Mops, lief wie ein Dackel und bellte wie ein Rehpitscher. Richtig so ein kleinen Seesack auf 4 Beinen. Naja, echt war nicht. Nee. Das war so ein Mischmasch von Bäckerbreitengang, Großneumark und Tramgang. Aber er war eine Seele von Mensch. Von Hund. Ja, wieso? Was habe ich denn gesagt? Mensch. Ach so, ja. Aber Klaus, er war auch beinahe so klug wie ein Mensch. Er konnte alles verstehen. Nur, dass er eben nicht sprechen konnte. Wenn ich zu ihm sagte, komm her zu Mami, dann kam er und sprang auf meinen Schoß. Na ja, und August war sein Vater, ne? Nicht der Richtige, natürlich. Wir haben das nur so gesagt, ne? Na, nun sind Sie ja zum großen Jungen gekommen, Mutter Bondig. Ja. Klaus, Sie sind heute viel früher als sonst. Ja, das hat seinen Grund. Wir sollten unseren Hänger voll Apelsinen laden. Ja. Und wissen Sie, für wen die bestimmt waren? Ne?
Ausgerechnet für meinen Vater. Hey. Und wissen Sie noch was? Ich habe sie einfach stehen lassen und da haben wir eine Menge Zeit bei gespart. Um ihm eins auszuwischen? Der ärgert sich die Pest, das können Sie mir glauben. Na ja, mein Chef bestimmt auch, weil ihm die Fracht aus der Nase gegangen ist. Ja, da doch auch nicht, Ricky Klaus. Das hätten Sie nicht tun sollen. Und wenn Sie noch so eine Wut auf ihn haben. Ich sehe schon, wie der in die Luft geht, wenn die Konkurrenz von dieser Schiffsladung bekommt. Und die waren spotbillig. Und er kriegt da nichts von ab. Ach, mein Jung, wenn du wüsstest, was ich von dir halte. So. Du treibst das mal nicht so doll, ne? Nun komm, nicht so wie du. Ist das nicht eine herrliche Dern? Ist das nicht eine starche Dern? Ein Gang hat sie, wie eine Königin. Mensch, Mutter, du hast ja Sexappeal. Sie wackelt mit dem Po wie Marilyn Monroe. Sind Sie schon im Bett? Noch nicht. Moin. Moin. Haben Sie was? Ja, ich hab was. Hier, ist das Ihr Manschettenknopf? Oh, guck an, der existiert noch. Den habe ich gesucht für so eine Stecknadel. Och, da gebe ich mal einen für aus. Och, nö, das mache ich ja gar nicht annehmen. Geben Sie mir lieber 50 Mark. Was? Oh, dann gebe ich doch lieber einen aus. Nee, ich meine, leihen wollte ich die. Ach so, ja, wenn es weiter nichts ist. Ah, für einen Rentner ist das schon was, der kein Auskommen mit seinem Einkommen hat, Herr Jäger. Besten Dank auch. Ach, weil wir gerade mal alleine sind. Ja. Ich wollte Sie immer schon mal fragen, in meiner Stube da riecht das immer so gediegen. Das riecht? Ja. Scharf? Nee, scharf nicht mehr, süß. Ih, wonach? Ja, ich glaube, das ist Soir de Paris. Soir de Paris. So. Was ist das? Französisch. Können Sie mir mal auseinanderverposamentieren, wie das auf Deutsch riecht? Das ist Parfum. Sagen Sie mal Ihrer Frau, sie kann sich das sparen. Ich weiß, sie meint das gut, dass sie ab und zu ein paar Tropfen in die Gegend spritzt, aber mir riecht das zu doll nach Frau. So, habe ich noch gar nicht gemerkt. Ja, ich habe eine feine Nase. Ja, ich sonst eigentlich auch. Na gut, ich werde Mutter das sagen. Ja, nicht? Dann werden wir uns wohl einig, ne? Ja. Guten Nacht. Oh, hören Sie auf, in aller Jappe muss ich aber gleich mitjappen. Hören Sie sich das an. Bei dem Krach soll man nur schlafen. Geht das nicht auch ein bisschen lauter? Ich will es mal versuchen. Augenblick! Also das ist ja mehr als die Polizei erlaubt. Sonne, verdammte Olsch. 20, 14 Tage hat es gut gegangen. Aber die Tour werde ich hier vermasseln. Oben auf dem Flur sitzt die Sicherung. Mensch, das ist sie doch. Ob die hier raufkommt? Ja, tatsächlich. Nur ist ins Haus gegangen. Junge, also das wäre ja wirklich ein Ding. Also das ist ja stark. Mutter Bondik! Ich glaube, sie ist in der Küche. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Sind Sie nicht? Ja, richtig. Na? Haben Sie Ihren Staubsauger immer noch nicht am Mann gebracht? Oh, können Sie ein gutes Wort für mich einlegen? Sie kennen doch die Herrschaften. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Tja, Sie wohnen wohl in dieser Gegend, was? Das kann man wohl sagen. Ja, ich habe Sie öfter gesehen, früh morgens, wenn ich von Tour kam. Ich auch. Früh morgens, wenn ich ins Geschäft ging. Wirklich? Hm? Och, Sie haben aber immer so getan, als kennen Sie mich nicht. Weil Sie bloß so neugierig um die Ecke geschielt haben, wenn wir uns begegnet sind. Och, das soll nicht wieder vorkommen. Hab gedacht, Sie wollen mich nicht sehen, dass Sie mich gar nicht auf der Rechnung haben. Bei der Rechnung kann man sich auch mal verrechnen. Ach, wie meinen Sie das? Bloß so. Wohnen Sie auch in dieser Gegend? Ja, in der allernächsten Nähe, ja. Mhm. Was haben Sie denn? Sind Sie erkältet? Nee, warum? Sie schnuppern wie so ein kleiner Hund. Ja, das ist ja... Ja, ich habe noch ein bisschen Staub in der Nase. Oh, saugen Sie denn mit der Nase? Ich dachte, dazu haben Sie einen Elektroblitz. Nee, das ist von 700 Kilometer Landstraße. Ja, ich bin Fernfahrer und komme gerade von Tour. Umgesattelt? Ich denke, Sie handeln mit Staubsaugern. Das war ein Irrtum von Herrn Bodendieck. Ja, ich glaube, das wird Zeit, dass ich mich vorstelle. Ja. Was sagst du, Ackermann? Oh Mann, Sie sind schon da. Ich denke, Sie sind schon längst im Geschäft. Ich habe mich rein vergessen. Mutter Bodendieck! Herr Bodendieck, sagen Sie mir, wie kommen Sie zu der deren? Wie man da so bei kommt, nicht? Die ist mir zugelaufen. Verwandtschaft? Ja, nicht direkt mehr, so könnte man das schon eher nennen. Also weitläufig.
Junge, das ist nicht deren. Genau der Typ, den der Doktor mir verschrieben hat. Den haben wir beiden wohl ein und dieselbe Krankheit. Wie heißt sie? Lisa. Lisa. Elisabeth. Bett, ja. Sie sollten auch zu Bett gehen. Sie sind doch sicher müde. Ich bin hellwach. Mein Herz bubbert wie so ein Lämmerstier. Sie haben einen zu hohen Blutdruck. Ach, und dieser Duft, der um Sie rum ist. Wonach stinkt das denn nun schon wieder? Nach. Hab vorhin doch richtig geschnuppert. Klar, Soir de Paris. Dasselbe, was Ihre Frau hat. Auch wissen Sie was? Lassen Sie mal Ihrer Frau ruhig das Vergnügen mit dem Parfüm. Das kitzelt so schön in der Nase. Ich denke, das riecht so doll nach Frau. Ach, aber nach was für einer Frau? Herr Bodendieck, wenn Sie das klarkriegen, dass ich mit Lisa mal ausgehen kann, dann können Sie die 50 Mark behalten. Das wird nicht gehen. Warum nicht? Sie ist verheiratet. Sie ist... Ach. Nun sagt der Blutdruck wieder, was? Gerade dann, wenn man mal eine von Herzen gern hat, dann hat er schon andere dazwischen gefummelt. Oh, Pech. Na denn, gute Nacht. Gute Nacht. August, pass auf den Kamel. Nun hat er sich auch noch in sie verknallt. Junge, wenn das jemandem so richtig knallt, ich glaube, das gibt einen dicken Bums. Hab doch ganz vergessen, dass heute Betriebsfest ist. Nett von Ihnen, dass Sie das Kleid noch plätten wollen. Betriebsfest haben Sie? Wann geht es denn los? Heute Mittag. Oh, kann ich da nicht mitkommen? Sie können ja mal sagen, ich bin der Opa. Ich darf bloß meinen Mann mitnehmen. Ja, und wenn Sie nur solo kommen? Mein Mann hat Dienst. Hat immer Dienst bei der Hochbahn. Der arme Stanke. August kann Ihnen das Kleid hier hinbringen, wenn ich das geplättet habe. Nee, nicht ins Geschäft. Ich lasse es nachher abholen. Ja, ich tue es aber gern. Nicht nötig, danke. Ja. Ja. Ach, wer war der junge Mann, Vater Bodendieck? Ja, das war... Sie müssen doch ins Geschäft, Frau Leinwieser. Ja. Hab ganz vergessen, dass ich das Kleid brauche. Nun, so kraus kann ich das ja nicht anziehen, nicht? Warum ziehen Sie nicht das Neue an? Mit dem Dekolleté? Bloß nicht. Das macht Frau Bollmann bestimmt nicht leiden. Die glaubt denn noch, ich will ihren Mann erobern. Ich mach das andere schon fertig. Ja. Er ist gar kein Vertreter für Staubsauger, nicht? Nee. Nur der Vertreter vom Vertreter. Soll ich das Kleid nicht doch lieber hinbringen? Nee, wirklich nicht. Er hat mir gesagt, er ist nun Fernfahrer. Och, der muss hier ganz in der Nähe wohnen, nicht? Ja, Sie können ihn beinahe schnarchen hören. Lager, nicht? Ja, da will ich mal schnell noch was holen. Ach was, hat auch Zeit bis heute Abend. Dann tschüss denn auch. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Und mein Herz ist in die Hose gerutscht. Die haben sich hier getroffen. Ja, er wollte sich gerade vorstellen, da kam ich da über zu. Junge. Da sind wir noch mal mit blauen Auge davongekommen. Das sag ich dir, lange mache ich das Theater nicht mehr mit. Das geht mir an die Nieren. Na komm, Mutter. Hier hast du ein ABC-Pflaster für deine Nieren. Oh, hat sie bezahlt? Ohne, dass ich gefragt habe. Das muss ich wundern, wie ich mit ihm zum Kehr gehe. Diesmal geht's aber nicht mit Schimpfen ab. Das wirst du leben. Hörst, Mutter, da ist wieder eine Zigarre fällig. Hab auch lange nichts mehr zu rauchen gehabt. Habt ihr wieder Krach gehabt? Ja, ich hab oben die Sicherung rausgedreht. Weil die Olsch das Radio aufgedreht hat, als wollte sie die ganze Straße mit Musik versorgen. Wieder das Brot. Komm, Neger, du Neger. Aber Zimmerlautstärke möchte ich mir ausbitten. Das können Sie Ihrer Frau Gemahlin auch erzählen. August, nur ist das tappendüster. Na, komm her. Ihr dreht die Sicherung mal wieder rein, damit ihr sehen könnt, was ihr sagt. Du, meine Paula will dich anzeigen. Dann kriegt deine Paula eine Gegenklage wegen ruhestörenden Lärm. Das mag ja noch so hingehen, aber das kommt noch viel dicker. Sie hat eure beiden Untermieter belauert und ausgefragt. Und nun hat sie rausgekriegt, dass die in einer Stube wohnen. Das denkst du ist gut. Ja, ihr dürft das nicht zulassen. Und denn auch noch für Geld. Sie sagt, das verstößt gegen gute Sitten und Gebrauchsanweisungen. Und wird bestraft. Da haben wir das. Ich hab ja gewusst, das geht nicht gut. Bitte, stimmt das also? Ja, Mensch, August, das geht aber auch zu weit. Du, ich soll schon los und dich anzeigen. Ich weiß bloß nicht, wo das ist. Was willst du tun?
Na ja, ich hab gesagt, ich geh erst mal runter und werd dir den Kopf waschen. Am Ende kriegen wir das noch mal auf die alte Tour zurecht, ne? Dass ich mich von dir runterputzen lasse. Jo. Du, warte mal. Du, sie wartet schon, was da nun kommt. Na, dann mal los. Wo ist meine Zigarre? Hier, August. Danke. Dann hau mal rein, ich bin schon ganz lütt. Ja. Ganz pian. 14 Tage ist das nur gut gegangen. Da müssen wir wieder beigehen und so ein Ding drehen. Drehen uns einfach die Sicherung raus. Ja, sind Sie denn durchgedreht? Ist das aber aus mit meiner Frau, ihrer Gutmütigkeit? Sie nutzt das ja aus. Sie August, sie. Ich weiß ja, Herr Sprott, Ihre Frau ist man einmal gutmütig. Aber so langsam wird sie übermütig. Und darum bestell deiner verdammten Olsch, die da oben auf dem Balkon lauert, sie kann nicht mal fix an der Hacken klein. Sag ihr, sie wäre das dreckigste und gemeinste Schluderweib in der ganzen Eichenstraße. Bis nun habe ich die Kabelei nicht weiter ernst genommen. Aber so langsam platzt mir der Papierkragen, vieles Brot. Ihr seid kleine Rentner und wir sind das auch. Das ist ein Unglück. Aber ein viel größeres Unglück ist, wenn man von seinen eigenen Maggers in die Pfanne gehauen wird. Und warum? Weil ihr uns die paar Kröten nicht gönnt, die wir hinzuverdienen. Vater, doch nicht so laut, wenn Herr Jäger das hören. Ach, das ist mir nur alles pottegal. Die beiden jungen Leute haben nichts miteinander. Welchen Spier haben die miteinander? Und wenn deine vermuckte Olsch uns noch einmal solche Unverschämtheiten andrehen will, dann kann sie mich auch noch wegen Körperverletzung anzeigen. Der old Gaffeltang. August, das hättest du nicht tun sollen. Was soll ich Stachel denn nun machen? Ihr klar machen, dass sie unserer Ehre nicht zu nahe kommen soll. Denn da bin ich kittelig. Hau doch mal auf den Tisch, Mann. Ja, das muss aber schon sein, wenn sie nicht zu Hause ist. Jetzt erst mal 5 Minuten schlecht, aber was denn kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich hab's gut gemeint. Oh, was? Mensch, her damit. Vater, nun hast du die Katze aus dem Sack gelassen. Nun hat sie einen Trumpf in der Hand und den wird sie ausspielen, das sag ich dir. Alles hat seine Grenzen, Mutter. Nun ist das aus mit dem Kalten Krieg. Jetzt wird scharf geschossen. Und der nächste Blumentopf ist ihr sicher. Aber der trifft, sag ich dir. Oh, Vater, so kommen wir doch auch nicht weiter. Wollen wir die jungen Leute nicht lieber aufklären, ehe die anderen das tun? Wozu, Mutter? Guck mal, womöglich fällt uns die Aufgabe zu, so ein bisschen Schicksal zu spielen. Dass Bruder und Schwester zueinander finden. Aber der Apfel muss erst wachsen, ehe er reif ist zum Pflücken. Wenn die Spitz kriegen, wer sie sind, dann gib das Apfelmus. Das soll nicht. Ich verjag mich jedes Mal. Nun geh du mal hin. Oh, komm, sei lieb, nein, Mami. Ach, ja, immer ich. Ja, bitte. Ich möchte Klaus Jäger sprechen. Ja, bitte, aber muss das gleich sein? Der schläft. Dann wecken Sie ihn. Nö, der ist gerade eben entdeckt. Jäger, ich bin der Vater. Ach, Herr Jäger, bitte setzen Sie sich doch. Freut uns sein. Danke. Ja, im Sitzen lässt sich aber besser klönen. Ich bin nicht zum Klönen gekommen. Auch besser verhandeln. Wollen Sie denn wohl wecken? Wenn Sie meinen. Herr Jäger? Herr Jäger, Besuch für Sie. Ja, ich komm. Ach, ist ein netter Mensch, Ihr Jung. Wirklich nett. Wir haben das richtig nett miteinander. So. Ja, haben wir. Mein Mann merkt doch gleich, dass er aus einer guten Familie kommt, nicht? Ich bin auch aus einer guten Familie. Meine Mutter war eine von und zu und mein Vater war ein auf und davon. Was ich sagen wollte, es ist mal schönes Wetter heute, nicht? Ja. Ja, aber ich glaube, das zieht auf. Sieht nach Gewitter aus. Und Donner ist nichts für meine Nerven. Komm, Mutter. Hätt' jo keinen Humor, den Mann. Du, Vater? Dich habe ich hier nicht erwartet. Tag, Vater. Tag. So kurz angebunden. Wie es dir zukommt. Oh, ist ja auch nichts Neues. Was liegt an? Nicht viel. Ich komme gerade von deiner Speditionsfirma und hab dir was mitgebracht.
Gekündigt. Ist ja schnell gegangen. Das habe ich dir da wohl zu verdanken, was? Nein, dir selbst. Wenn du glaubst, du kannst mir einen einschenken, dann bist du schief gewickelt, mein Junge. Oder hast du eine andere Erklärung dafür, meine Partie ab für sie stehen zu lassen? Ich habe eine. Und da bin ich neugierig. Dein Geschäft vor Verlust zu wahren. Verlust? Den hast du mir doch beigebracht durch dein eigenmächtiges Handeln. Ein großes Geschäft hast du mir zuschanden gemacht. Beinahe für den halben Preis hätte ich sie gehabt. Gib dir das nicht zu denken. Willst du dir die Kundschaft verderben? Schlauberger, die Konkurrenz sitzt dick voll davon. Glaubst du, die hätten sie aufgekauft, wenn sie nicht zu verkaufen sind? Und wir stehen nun da und gucken in die Röhre. Das wird sich zeigen. Ach, zeigen, zeigen. Wenn es nach dir ging, wäre ich in 3 Wochen pleite. Och, dann freu dich doch, dass ich dir nicht mehr um Mann schippern kann. Du hast ja nur eine Tochter. Vielleicht kann die meinen Platz ja besser ausfüllen. Soll ja noch so ein junges Gemüse sein. Pass genau hin. Du hast dich ja schon einen netten Ton angewöhnt auf der Landstraße. Ein anderer Ton, als du ihn von mir gewohnt bist, was? Dazu muss ich wohl erst auf die Landstraße kommen. Da steht nämlich keiner hinter mir, der mich dückern kann. Da mache ich auch mal was richtig. Du kommst also nicht zurück? Dreh deinen Kurs um 180 Grad, dann kommen wir zusammen. Ansonsten laufen wir auseinander. Das sind wir schon. Schon dafür, dass du nicht mal so viel Anstand aufgebracht und zu meiner Hochzeit gratuliert hast. Und das hast du nebenbei auch noch fertig gebracht. Die Tochter von meiner Frau hat sich ein Zimmer gesucht, um dir nicht im Weg zu sein. Sie wohnt nicht bei euch? Na, wundert dich das? Hast du vergessen, als was du die beiden hast hinstellen wollen? Ich hätte dich viel schärfer an die Kandare nehmen müssen. Och, du bist auf dem Holzweg. Andersrum wär's besser gewesen. Immer hast du mich merken lassen, dass ich von dir abhängig bin. Jeder von unseren Leuten im Geschäft hat mehr Ansehen als der eigene Sohn. Soll ich mich auch noch vor deiner Frau und ihrer Tochter blamieren, wenn ich nicht mal zu Hause für voll genommen werde? Nee. Vielleicht denkst du da mal über nach. Du redest nicht schlecht, muss ich sagen. Und ich werde von nun ab auch meine Ellbogen brauchen. Der Vogel muss bloß mal raus aus dem Käfig, dass er weiß, wozu die Flügel da sind. Du meinst wohl den Vogel hier? Ja, muss auch mal in die frische Luft, ja. Kick mal, wer da ist, Vater. Da warte man drauf. Dann eben nicht. Ist die Luft rein? Noch nicht, aber schon ein bisschen klarer. Mhm. Haben Sie was gehört? Ja, wir haben die Tür ein bisschen aufgelassen. Klingt ja hoch her, nicht? Ja, liegt heute wohl in der Luft. Was war denn bei Ihnen los vorhin? Oh, Sie haben noch nichts gehört, Herr Jäger. Ja, so ein bisschen. Och, Kabelei, Herr Jäger, Kabelei. Wegen der Sicherung, Sie wissen doch. Ja. Und bei Ihnen von wegen Apfelsinen, weißt du? Ja, ich hab ja gleich gesagt, das war nicht recht. Ich meine, mich geht das gar nichts an. Aber warum, um Gottes Willen, haben Sie die Dinger denn nun nicht mitgenommen? Weil ich hinten rum zu hören kriegte, dass die Ladung oben an Deck gestanden hat. Das Schiff ist in den Sturm gekommen und das Salzwasser man immer frei weg auf die Apfelsinenkisten. Mögen Sie Apfelsinen, die nach Salz schmecken? Och nö, ich mach sie lieber süß. So wird die Kundschaft auch denken. Die Konkurrenz wird darauf sitzen bleiben. Und Vater wird mal zugute halten, dass er den Rummel nicht mitmacht und reelle Ware liefert. So rechne ich. Ja Mensch, warum haben Sie ihm das denn eben nicht gesagt? Abwarten und Daumen drücken. Wenn ich recht behalte, ist viel für mich gewonnen. Vielleicht alles gewonnen. Ich drück Sie alle beide. Aber nun kommt mal mit in die Küche. Ich hab noch guten Kaffeestehen. Der wird gut tun nach all der Aufregung. Oh, vielen Dank, das tut mir nötig. Ah, komm, schnack nicht so viel, Klaus, komm. Gut, August, wenn du meinst. Bleiben wir dabei. Bei Kaffee? Nee, beim Dudu. Ach, dann stoßen wir mal an. Ich hab noch Lippen stehen. Augenblick. Oh, lass mal sehen, lass mal sehen. Haha, ja. Soir de Paris. Nicht ganz. Aber aus Frankreich kommt er auch. Was für die Frau Soir de Paris ist für die Männer Cher Ami. Mal sehen, ob er was taugt. KV. Was? Kann verschwinden. Guck. Ich komm doch selbst. Die Frau von meinem Chef hat mich schnell hergefahren. Ach so, keiner hier. Stube. Du? Guck ich denn kariert? Hab doch keine karierte Bettdecke gehabt. Rote Zahnbürste, Pyjama. Bin ich denn ins verkehrte Haus gelaufen? Nee. Also hier stimmt was nicht. Hallo.
Oh, Töf, du. Ja. Sagt Schiller noch, erröten folgt er ihren Spuren. Sie sind aber auf der verkehrten Spur, junger Mann. Weil Sie verheiratet sind. Wie kommen Sie darauf? Hat August Bodenby gesagt. Wenn er gelogen hat, freue ich mich. Das stimmt. Dass er gelogen hat? Jo, das heißt nein. Doch, mir scheint so ganz klar, sind Sie sich nicht darüber. Das ist meine Sache. Was wollten Sie da drin? Och, das wollte ich Sie gerade fragen. Lassen Sie doch den Knopf mal sehen. Gehört er nicht Vater Bodendieck? Nee, das ist meiner. Also einer von Ihnen beiden lügt. Auf dem Ding habe ich die ganze Nacht gelegen. Ja. Haben Sie sich vielleicht da drin rasiert? Ja, was denn? Also, sie tut, als wäre sie da drin, zu Haus. Dann gehört der wohl auch zu Ihnen, was? Ja, oder meinen Sie, dass wir auch August seiner? Also, wenn Sie noch was anderes da drin haben, holen Sie das auf der Stelle raus. Die Stube gehört mir. Und nun mal ganz Lutsche, die Stube da, das ist nämlich meine. Nein, meine. Meine. Meine, das hören Sie doch. Nun lassen Sie sich das mal auf die ganz ruhige Tour erklären. Die Stube da, wo Sie mein Pyjama und mein Rasierzeug gefunden haben, ist meine. Ja, und Sie dürfen auch gerne in meinen Schrank gucken, wo mein Zeug drin hängt. Bitte. Und Sie dürfen in meinen gucken, wo mein Zeug drin hängt. Bitte. So was? Soir de Paris? Ich glaub, ich rück, was hier los ist. August, August, da hast du ja auch einen abgekniffen, du. Klaus ist wohl schon wieder zu Bett gegangen. Wer macht das sein, Vater? Bitte, ist Sie wünschen? Guten Tag. Ich bin Frau Bollmann. Ach, das ist doch bestimmt der Opa. Sie kennen mich wohl vom Hörensagen. Ich habe schnell Ihre Tochter hergefahren, weil sie ihr Kleid braucht. Ja, sie wollte ja absolut nicht, aber ich habe nicht nachgegeben. Da bei der Gelegenheit kriege ich doch gleich mal zu sehen, wie Sie das hier so haben. Ja, ich sollte ja partout nicht raufkommen, aber das hat mir, weiß Gott, zu lange gedauert. So lange darf man die Frau vom Chef nun doch nicht warten lassen. Ach, und das ist bestimmt die Oma. Ja, das ist die Oma. Oma hört schon ein bisschen schlecht. Das ist Frau Bollmann, Oma, die Frau von Lisa, ihren Chef. Ja, ich weiß gar nicht, was brauchst du. Nee, brauchst du auch nicht. Oma ist schon ein bisschen tüdelig. Lisas Mann kennengelernt, aber der hat ja heute Dienst. Gediegen, immer wenn bei uns betriebsfest ist, hat er Dienst. Ach, soll doch man sehen, dass er was anderes kriegt als bei der Hochbahn, nicht? Kommt nicht in Frage, ich nicht. Ich habe bezahlt und werde nicht zurücktreten. Oh, das wird sich zeigen. Du ist aus. Du ist aus. So ein kleiner Ehekrach. Ach, das kommt in den besten Familien vor. Ja, ja, Frau Franzen, Sie wundern sich. Aber das hat mir einfach zu lange gedauert. Ja, Ihr Mann ist ja doch zu Hause. Na, dann kriege ich ihn ja endlich mal zu sehen. Mit Oma und Opa habe ich mich schon bekannt gemacht. Ja, vom Erzählen her kenne ich ja schon die ganze Familie. Ja, Lisa, wir freuen uns, die Frau von deinem Chef hier bei uns zu sehen. Nicht, Oma? Stopp mal. Bin ich taub? Ja, bleib mal, wie du bist, Oma. Ach, Herr Franzen, ich habe immer gedacht, wir hätten uns mal auf einem von unseren Betriebsfesten gesehen, aber da hatten Sie ja immer gerade Dienst. Und heute trifft sich das nur auch wieder, so hat Ihre Frau gesagt. Sie gucken ja so komisch. Ach, wegen dem kleinen Krach, das habe ich gar nicht gehört. Nun gibt Frau Bollmann doch die Hand, Emil. Emil? Entschuldigen Sie, Frau Bollmann, mein Mann hat sich geärgert. Und sei mal wieder gut. War ja nicht so gemeint, mein Emil. Du, ich verstehe nicht. Guck, ich bin doch auch schon wieder gut. Mein lieber Mann.
Ach so. Gut, Elisabeth, wenn du mir so kommst. Tag, Frau Bollmann, freu mich auch. Ja, das mache ich leid. Ach, ein kleiner Krach muss mal sein. Der frischt die Liebe wieder auf. Worum ging es denn? Ihr Mann war doch nicht eifersüchtig auf seine kleine Frau. Da hat er keinen Grund zu, Frau Bollmann. Das ging ums liebe Geld. Ja, ist ja auch schlecht durchkommen. Alles geht in die Höhe und der Lohn kommt nicht mit, weil er so schlecht zu Fuß ist. Ja. Aber so ein Lütter Streit legt sich schnell wieder bei uns. Nicht, mein Lütten? Ja. Lass das, Emil. Nur ist genug. Ach, lassen Sie ihn doch. Mich stört das nicht. Das freut mich sogar. Ja, ich freue mich, dass Sie gut verheiratet sind. Siehst du, Frau Bollmann freut das sogar. Opa, sag ihm, er soll das lassen. Ich schäme mich vor Frau Bollmann. Aber mein Dear, wenn man sich lieb hat, braucht man sich doch nicht zu schämen. Guck mal, ich schäme mich ja auch nicht. Au. Na, Lüt, Oma, bist du bange, dass du zu kurz kommst? Na, für dich fällt auch noch einer. Herr Franzen, vom Erzählen her kenne ich Sie ja schon sehr gut. Ja, Ihre kleine Frau hat immer brav berichtet, wie es in der Familie zugeht. Na ja, man hat doch ein Herz für seine Angestellten. Na, wie ist es? Immer noch bei der Hochbahn? Wie meinen Sie? Frau Bollmann meint, ob du noch immer bei der Hochbahn bist, Emil. Ach so, ja. Ihr habt heute gar keinen Dienst. Nee, hat meinen freien Tag. Was ist das? Sie haben doch gesagt, Ihr Mann hätte heute Dienst. Hat er gesagt. Hast dir gedacht? Heute bin ich frei. Für dich, mein Schieder. Schieder. So. Dann haben Sie ihn wohl nicht mithaben wollen zu unserem Betriebsfest. Also das sieht nun wieder nicht nach einem glücklichen Paar aus. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Mann muss Sie doch auch kennenlernen. Wissen Sie, dass er schrecklich viel über hat für Ihre junge Frau? Also nach meiner Meinung eine Idee mehr als nötig wäre. Aber naja, bei einer Privatsekretärin geht es ja öfter ins Private über. Aber Frau Bollmann... Öfter, habe ich gesagt. Ach, es gibt ja so viel Schlechtigkeit bei diesen jungen Dingern. Mein Mann stellt auch nur ältere oder verheiratete Sekretärinnen ein. Ja, da ist er vorsichtig. Ich wollte auch nur damit sagen, eigentlich hat mein Mann ja mehr von ihrer Jungfrau als sie, nicht? Ganzen Tag zusammen, mal hier eine Konferenz, mal da eine. Tja, so ist das, ja. Ja, und heute, wo Gelegenheit ist, da wollen Sie nicht mit zum Fest? Ach, ich ging ballig gerne mit, ja. Aber du kannst doch nicht, Emil, du weißt doch. Ach, ich weiß, dass ich mich so danach gesehnt habe, mit dir auszugehen. Aber dein Anzug ist beim Schneider. Hat er schon gebracht, mein Lütten. Aber deine Schuhe? Hat der Schuster gebracht, mein Lütten. Und das Hemd von der Wäscherei ist gekommen und die Hose von der Reinigung. Ja, und gewaschen und rasiert bin ich auch. Natürlich kommt er mit. Wollen Sie sich das aus der Nase gehen lassen? Kaffee, Kuchen und Freibier. 5 Schnäpse für jeden. Ja, oder Likör. Würstchen satt und Kartoffelsalat. Ja, und getanzt wird bis in den frühen Morgen. Bei mir dürfen Sie auch mal anfragen. Und das willst du mir alles unterschlagen. Ich soll zu Hause verdursten, während du dich amüsierst. Pfui, Elisabeth, das finde ich gar nicht nett. Aber ich kenne da keinen Mensch. Ich sag dir, die soll mich kennenlernen. Ja, hat der Mann nicht so viel fiese Matenten gemacht und los. Rein mit euch beiden und umziehen. Ja, ich warte so lange und nehme sie gleich im Wagen mit. Aber keine Widerrede, die Frau vom Chef hat auch mal was zu sagen. Los. Dann komm mal, mein kleiner Schieder. Ich helfe dir schnell beim Ausziehen. Ich will dir helfen. Du mir auch? Ja. Schön. Sie kann den Kram aber fix regeln. Ja, ich glaube, so hundertprozentig einig sind die beiden sich nun doch nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Nee. Ja. Ach, wo ist denn überhaupt der Lütte? Der Lütte? Ja. Ach, der Lütte. Ja, der steht bei uns in der Küche. Ach, Sie versorgen das Kind ja immer so nett, hat Frau Gieser mir erzählt. Ach, wie gut, dass sie sie hat. Ich habe schon immer zu meinem Mann gesagt, solche junge Mutter gehört nicht hinter den Schreibtisch, die gehört zu dem kleinen Wurm. Aber mein Mann kann sie da absolut nicht entbehren, nicht?
zu Sonderstellung, aber nein, das muss was Junges sein. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ach nee, den Lücken muss ich mir auch Oma versteht so schlecht und dann kriegt sie das immer mit der Angst. Ja, ich bin nicht schwerhörig. Ach so, ja. Ja, also mit Lücken, ja, das geht leider nicht, nee. Der hat gerade die Buddel gekriegt und nun schläft er. Och, können Sie ihn nicht trotzdem mal holen? Bloß mal sehen, ob er nun nach der Mutter oder nach dem Vater schlägt. Ach, Mann, zu! Na, nu, haben Sie sich schon wieder eine Wolle? Ja, sie hat mich rausgeschmissen, weil ich ihr beim Umziehen nicht zugucken darf. Sie ist schön nannt wie eine alte Jungfer. Was, vor dem eigenen Mann? Kitty! Ja, schön nannt ist sie man einmal. Nicht mal ich darf rein, wenn sie im Hemd steht. Und das ist doch wirklich nichts Feines, Klaus. Nee, Opa. Ah, Opa. Opi. Herr Opi. Franzen, Opa meint, das passt jetzt nicht. Aber Sie sind doch so gut und bringen den Lütten mal her, ja? Lütten? Ja, also jetzt bin ich direkt scharf darauf. Ach, tun Sie's, Mann. Opa sagt, Sie haben ihn in der Küche stehen. Ach, den meinen Sie? Ja. Ja. Hätte sie noch ruhig holen können, der gehört dir doch genauso gut wie mir. Das geht nicht, der ist nass. Na, was? Hast du schon mal einen Lütten gehabt, der trocken ist? Ja, holen Sie ihn. Na klar, der ist in Ordnung, sag ich Ihnen. Das ist ein kleiner Franzose. Bitte, kleiner Franzose. Also das wird meinen Mann interessieren. Oh nee, Frau Franzen, ist das nicht ein bisschen reichlich aufdringlich? Für ein Betriebsfest ist das wohl nicht das Richtige. Das sieht ja aus, als wollten Sie auf Eroberungen aus. Ich musste es anziehen. Das andere ist nicht geplättet. Ach, habe ich bei der Aufregung ganz vergessen. Dieses viel hübscher. Da habt ihr den Lütten. Mann, meine Tönen. Kein Wunder, dass ich nicht hab zugucken dürfen, du. Die Überraschung ist dir geglückt. Ich bin weg. Ich wollte, das wäre so. Na, Frau Bollmann, ist das was? Geschmackssache. Alles von meinem Geld. Sie hätten ein paar Mark mehr für Stoff anlegen sollen. Stimmt, Frau Bollmann, das sind nackte Tatsachen. Aber da habt ihr bestimmt noch einen Deckel für, ne? Haben wir. Kinders, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Mir gefällt das. Genießer. Opa. Naja, wenn der Mann ja dazu sagt, dann sind wir wohl schon zu altmodisch. Aber Sie haben mir doch versprochen, den Lütten zu bringen. Ja, hier ist er doch. Oma, paar Gläser her, Frau Bollmann ist scharf auf den Lütten. Gehen Sie los, doch nicht einen Lütten aus der Buddel, bester Mann. Ihren Lütten jung, hab ich gemeint. Den haben wir auch schon. Ach so, ja, unseren Stammhalter meinen Sie. Ja, der soll noch geboren werden. Was? Der mir unseren Lüttenprinzen aus dem Schlaf holt. Na, so weit kommt das noch. Na, dann eben nicht. Ja, dann können wir wohl endlich los. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Darf ich bitten? Wenn das bloß gut geht. Und du kannst dir inzwischen schon mal überlegen, in was für einer Ecke du liegen willst, du. Was meint er damit? Ja, die haben spitz gekriegt, dass wir die Stube zweimal vermietet haben. Nun möchte ich direkt 4 Wochen verreisen. Oh, Vater, nun wird es ein Tummelum geben. Ach, was, im Gegenteil, Mutter. Nun ist der Apfel reif zum Pflücken. Ach, ich geb was drum, wenn ich statt Klaus an Lisas Seite gehen könnte. Und ich statt Lisa an Klaus seiner Seite. Ja, dann wären wir beiden ja wieder zusammen. Und dennoch so jung wie damals, nicht? Kannst dich darauf noch besinnen. Ach, Vater, was warst du für ein schicker und schmucker Kerl. Und du eine schmucke Bär. Würdest mich noch mal wieder heiraten? Ohne zu überlegen, Mutter.
das Spielwerk an, Mutter. Ist schon heller Tag und die Bummelanten sind noch nicht da. Danke. Du, die haben doch wohl nicht vergessen, dass die gar nicht richtig miteinander verheiratet sind. Aber das wäre ja wohl das Letzte. Ja, ja, aber wenn die das Letzte nur vorwegnehmen. Für Klaus lege ich meine Hand ins Feuer. Na, dann halt dir mal eine Brandbinde bereit. Dabei soll man nicht mit Feuer spielen, oder? Ich will aber trotzdem mal... Hörst du was? Ja. Nein, Vater, nee. Also... Hier geht er hin, da geht er hin. Klaus? Der Perpendikel von der Uhr. Vater, hier, das Katerfrühstück steht ja auch noch da. Ach, Mutter, wenn das bloß gut geht, du. Ich hab die ganze Nacht keine Ruhe gekriegt. Ich hab gelegen und gegrübelt und spekuliert. Was ist bei deinem Spekulieren rausgekommen? Ja, guck mal, Mutter, wenn die beiden sich lieb haben, dann ist die Liebe womöglich größer als das andere. Und dann werden sie uns auch wohl vergeben, dass wir sie mit der Stube beschummelt haben, ne? Zum Krach kommt das so und so, fragt sich bloß, ob sie den schon hinter sich haben. Pass auf, die kommen alle beide nicht wieder. Oh, das wäre das Beste für uns. Aber die kommen. Wer sagt dir das? Mein Riecher. Da! Hey. Ach nee, ich hab gedacht, die Haustür ging. Ich möchte bloß wissen, wie die beiden auf dem Betriebsfest zurechtgekommen sind, als Mann und Frau. Eigentlich kann Lisa ihm ja dankbar sein, dass er das ganze Theater mitgemacht hat, ne? Ja, und uns auch. Mir für den freundlichen Opa und dir für die tüdelige Oma. Schande wäre, dass man sich in seinem Alter noch für sowas hergeben muss. Und du alter Gauner, du leckst sie auch noch ab. Notgedrungen! Was, Haut, da sind sie! Was willst du denn auf dem Balkon, Vater? Mal sehen, wie das Barometer steht. Du wirst dich erkälten. Mach dich dünn, mach dich dünn. Gottlob, die sind noch nicht hoch. Psst, nicht so laut. So lange habe ich mein Lebtag noch nicht getanzt. Die hatten das da ordentlich mit den alten Tänzen, wa? Mhm. Wenn hier ein Pott mit Bohnenstock und du ein Pott mit Brie, denn Loni Brie und Bohnenstock und tanzt mit mir Marie. Oh, aber Gurken lass ich nicht stehen. Süß, nicht? Sauer. Ach, was, mein Lönntüdelbüdel. Von Oma und Opa ist das süß, dass sie uns ein Kaderfrühstück hingestellt haben. Mein Kader hält mehr vom Bär. Danke sehr. Emil, Kader können nicht schwimmen. Klaus heiße ich. Oh, das habe ich ja nur schon 50 Mal gesagt. Für mich bist du Emil. Ich finde Emil viel lustiger. Prost, Emil. Oh, hab schon gemerkt, du nimmst mich auf den Arm. Och, das kommt auch meinem lieben Mann zu. Mich auf den Arm zu nehmen. Mit Vergnügen. Mein Mann trägt mich auf Händen. Dafür sollst du von mir auch mal einen Süßen haben. Oh, vergibst du dir auch nichts? Mm-mm. Ich meine, den habe ich auch verdient. Emil. Och, du. Du hast einen Grund, mir dankbar zu sein. Und dabei machst du dich lustig über mich. Dankbar? Weil ich immer stillhalten musste, als du mich immerzu abgeknutscht hast vor all den Leuten. Gemeinheit war das, meine Notlage so auszunutzen. Oh, hab ich doch bloß getan, dass sie keinen Verdacht kriegen. Siehst du, Theater war alles. Aber ich muss sagen, für die Rolle hast du den Oscar verdient, Emil. Ach du hast einen Grund, mir dankbar zu sein. Und dabei machst du dich lustig über mich. Och, Emil, ich nehm dich ernst, hm? Och du, auf dem ganzen Weg hierher habe ich versucht, dir klarzumachen, dass ich dich schon leiden mochte, ehe dieses Theater anfing. Och, nicht so ernst, Emil. Du willst immer so ernst sein und dabei hast du so einen Lütten sitzen. Ist das komisch? Oh, nun bin ich auch noch komisch. Bist du niedlich, Emil. Emil, niedlich, komisch. Mhm. Och du, fällt dir nicht noch was anderes ein, wo ein Mann sich was auf einbilden kann? Ich mach komische, niedliche Emils. Ja, ich mach, dass du mich ernst nimmst. Ich nehm dich ernst, Emil. Emil, ernst. Ach du, nee. Ach, schon die Art, wie du das sagst. Ich nehm dich ernst, Emil. Ach du, das ist der reine Hohn. Du kannst einen auf die Palme bringen. Buh. Wenn du oben bist, pflückst mir eine Kokosnuss, ja? Ja, und baller sie dir auf den Kopf. Oh.
Wie brutal. So lange sind wir doch noch gar nicht verheiratet. Sind doch noch in den Flitterwochen. Hast auch recht. Hm? Komm, wird Zeit, dass wir in die Heier kommen. Halt, stopp, Endstation, mein Herr. Ihr Schlafcoupé ist da auf dem Sofia. Das sehen Sie schon an der karierten Bettdecke. Das könnte Ihnen so passen. Die Stube gehört mir. Ich lasse mich nicht vor die Tür setzen. Das machen wir mit Bodendicks ab. Nun kommen Sie hier nicht rein. Das kann ich doch meinem lieben Mann nicht antun. Wer ist denn das schon wieder? Den ich mal krieg. Ach so, dann haben Sie doch schon ein Auge. Ein? Puh. Ja, das ist eine ganze Fußballmannschaft. Och, kann man da noch mitspielen? Sie haben doch schon mitgespielt. Aber als Stürmer sind Sie zu stürmisch. Da muss man ja rein in die Verteidigung gehen. Ich habe nicht gespielt. Doch, doch. Es steht schon 1-0 für Sie. Und wenn Sie nun vernünftig sind, steht das sogar 2-0 für dich. Gute Nacht, Klaus. Und vielen Dank. Manchmal möchte ich schon mit dir. Da da di da di da di da di da di. Ich hab mal einen Verrückten gekannt. Bei dem fing das genauso an. Was machst du denn auf dem Balkon? Ich hab zugeguckt. Atzi! Gesundheit! Danke. Hast du dich erkältet beim Zugucken? Nee, meine Nase hat bloß ein Leck gekriegt. Oh, das kommt vom Spionieren, alter Freund. Gesundheit! Du wart doch ab, bis das soweit ist. Das Prusten ist das Beste vom ganzen Schnupfen. Von wegen Spionieren. Das ist nämlich eine sogenannte Solostube. Mhm. Meine Solostube, ja. Du bist mir ein netter Magger, vermietest die Stube gleich zweimal. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das Doppelte. Oh. Du bist gesund, du. Ja, bis auf den Schnupfen. Tjange. Kannst eine Ware doch nicht zweimal verkaufen. Du bist doch keine Ware, nicht wahr? Du fällst unter Vermietung und Verpachtung. Also, du bist einer, du. Ja, du pass mal auf. Wieso das gekommen ist mit der Doppelvermietung, das war nichts als reine Gutmütigkeit von uns. Ja, ich hatte an Lisa vermietet, bin im Moment aus der Tür, in der Zwischenzeit hat meine Frau an dich vermietet. Ja, und da wollten wir keinen von euch gehen lassen. War das nicht nett von uns? Du Eulenspiegel, dir kann man gar nicht böse sein. Nee. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, bei der Gelegenheit habe ich dafür gesorgt, dass du eine Frau gefunden hast. Boah, kann ich ja gar nicht annehmen. Du hast sie doch lieb. Aufrichtig. Ach, ich hab sie lieb. Verschossen bin ich. Was macht man bloß mit so viel Liebe? Heiraten. Das ist die beste Kur. Kur? Ja. Ist ja eine Pferdekur, aber das hilft. Da drin liegt sie nu. Ganz dicht bei. Ach, und doch so weit weg, weil ich nicht zu ihr darf. Muss schon einen kleinen Umweg machen. Über Balkon. Über Standesamt. August, wenn sie will, ich nehme die Pferdekur auf mich. Du, der Vater, ich meine ihr Stiefvater, der hat ordentlich was an der Hacke. Ach, mir pottegal, ich nehme sie auch ohne Hemd. Du, ich bin bloß gespannt, was mein Alter sagen wird, wenn ich ankomme und stell ihm seine Schwiegertochter vor. Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, mich richtig vorzustellen. Sie weiß bloß, dass ich Klaus heiß. Und das Lüde Aas hat immer Emil zu mir gesagt. Ach, hol mir alles nach. Morgen. Oh nee, heute. Heute ist ja schon morgen. Du, Klaus, ich will dir mal reinen Wein einschenken. Oh nee, du, mach nicht mehr. Kein Schluck, du, bin müde. Ist besser, ich sag dir, was los ist. Okay. Kannst es morgen. Chinesisch kann ich nicht verstehen. Er schläft. Hatschi! Oh, was ist? Nix, ich hab bloß Hatschi gesagt. Ach so. Junge, da habe ich mir Wein aufgesagt. Na, du, so früh schon? Mutter, guck's mal hin. Ja. Ich bin auch nicht salonfähig. Wie stand denn das Barometer? Auch veränderlich. Oh, komm her. Du, Mutter.
Die wissen doch nicht, dass sie Bruder und Schwester sind. Vor lauter Süßholzraspeln sind sie nicht dazu gekommen, sich auch über was Vernünftiges zu unterhalten. Ach, Gesundheit! Ja, guten Morgen, Frau Bodendieck. Entschuldigen Sie bitte, dass wir so früh stören. Aber mein Mann hat mir erzählt... Nicht so laut. Da schläft einer. Na bitte, da liegt das Obst und Gemüse, Junior. Du wolltest mir es ja nicht glauben. Das ist er. Mhm. Ist das nicht der Vertreter für Staubsauger? Also das mit dem Vertreter, das war ein falscher Irrtum von meinem Mann. Fernfahrer ist er. War er. Frau Bodendieck, ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Nee, das bin ich auch nicht. Der Junge hat das so gut gemeint, dass er die Apfelsinen stehen gelassen hat. Der hat Sinn für Geschäftsinteresse. Aber Sie, Sie untersuchen ja nicht mal, warum er das getan hat. Nee, gleich hin zu seiner Firma und ihn um seine Stellung bringen. Das Corpus Delicti. Das ist doch eine Apfelsine. Hätte er mir nicht gleich sagen können, was damit los war? Er hat ja nichts zu sagen bei ihm. Weil er am liebsten mit dem Kopf durch die Wand will. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Besser als so ein Dröhnbüdel, der keine eigene Meinung hat, ne? Mein Mann hat schon eingesehen, dass er ihm Unrecht getan hat. Aber nun sagen Sie mal, Frau Bodendieck, also ich wollte das nicht glauben. Klaus und Lisa unter einem Dach? Ja, das traf so hin. Also, das ist ja gediegen, nicht? Sie laufen voneinander weg. Und hier müssen sie sich begegnen. Ja, aber erst seit gestern. Die wissen doch noch gar nicht, dass sie miteinander verwandt sind. Och, dann haben wir das Spektakel ja noch vor uns. Dann wollen wir mal gleich damit anfangen. Wollen hoffen, dass in Klarheit herrscht. Jungbesuch! Oh Gott, Helmut. Gott, doch nicht so laut. Ach, bitte, Frau Bodendieck, gehen Sie doch mit meinem Mann so lange nach nebenan, ja? Schöner Jäger, dann kommen Sie Mama mit. Frau Jäger will mal sehen, wie der Hase läuft. Ja. Wenn Sie meinen. Ja, kommen Sie, Mama. Hier geht's lang. Nee, nicht ins Bad. Du großer, dummer Junge, du. Ach, du Arsch, du bist du. Guten Morgen, Herr Jäger. Ausgeschlafen? Nee. Oh. Wie kommen Sie denn hier rein? Ach, durch die Tür dadurch, ne? Ach so, ja. Ich bin ja ausquartiert. Ja. Sind Sie nicht? Ja, die bin ich. Ja, Sie waren doch damals hier mit Lisa. Ja. Die große Schwester? Oh nee, nicht ganz. Aber verwandt? Oh ja, sehr. Ja, Sie müssen entschuldigen, dass ich hier so kümmerlich... Ja. Notquartier. Ja, Sie wollen doch bestimmt zu Lisa. Ja. Ja, sie schläft noch. Wir beiden waren zum Betriebsfest. Ach, Sie waren miteinander aus? Ja, kam ganz gediegen. Sie hat einen Mann gebraucht und da bin ich eingesprungen. Wie soll ich das denn verstehen? Sie kennen doch bestimmt Frau Bollmann. Ja. Die war gestern hier und hat mich für Lisa ihren Mann gehalten. Die war hier? Ja. Oh, man soll nicht glauben, was die in ihrer Eifersucht alles anstellt. Ach, dann kennen Sie das Theater. Oh ja. So, und Sie haben die Rolle als Ehemann übernommen? Mit allen Pflichten. Allen? Allen. Wir haben sogar beide in einem Bett geschlafen. Was haben Sie? Nicht zusammen. Wir haben abgewechselt. Lisa nachts und ich tags. Ja, das Bett wurde gar nicht kalt. Wie geht das denn zu? Ach, unser Logiewirt hier, August Bodendieck, hat die Stube gleich zweimal vermietet. Der Schuwiak hat Spitz gekriegt, dass ich als Fernfahrer tagsüber schlaf und Lisa nachts. Ja, da hat er gedacht, Holzauge sei wach und die Miete gleich zweimal kassiert. Und das ist so lange gut gegangen? Ja, bis gestern. Ja, und darum habe ich auf das Sofa gemusst. Ja, Kavalier. Ja, Sie kennen die Eltern von Lisa? Oh ja, sehr gut. Ja, wir sind doch miteinander verwandt. Ja. Lisa, ist sie, ich meine, hat sie schon einen Freund? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, das wundert mich eigentlich. Ja, ist wohl noch nicht der Richtige gekommen. Ja, ich glaube nur doch. Wirklich? Ich? Ach. Ja, wieso ach? Ja, bin ich am Ende nicht gut genug als Fernfahrer? Oh ja, doch. Ja, also ich bin bloß so erschrocken, so auf einmal. Ach, ne? Ja, das kam so auf einmal und hat mich nicht wieder losgelassen. Ja. Verliebt mit Jack und Büchs. Und Lisa? Oh, sie hat gesagt, das steht 2-0 für mich. Oh,
So wie ich Lisa kenne. Mit dem Resultat, da können Sie schon was anfangen. Ja, meinen Sie? Mhm. Och, fragen Sie sie doch mal so ganz nebenbei, ob sie das auch ehrlich meinen. Aber nicht sagen, dass Sie Auftrag haben. Nee, nee, das mache ich ganz diplomatisch. Ja. Ja, und Sie meinen, sie wird Ihnen das anvertrauen? Ja, ja, mir erzählt sie alles. Cousine? Nee, bloß die Mutter. Die, oh. 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 Verdammt, ja. Oh, Sie haben sich gut gehalten. Oh. Ja. Danke. Ja, das war doch ein Kompliment. Oh ja, sicher, ja. Och, Sie müssen entschuldigen. Ich bin nicht gerade respektierlich mit Ihnen umgegangen. Ja, tut mir leid. Nein, du wissen Sie aber genau, wie es um mich steht. Wir beiden, wir verstehen uns ja schon. Och, wollen wir es immer so halten? Och, gern. Ja. Wenn Sie so ein bisschen mit dem Schwiegersohn einverstanden sind. Ja, und Sie mit der Schwiegermutter. Oh, das ist ein böses Kreuz damit. Sie gefallen mir gut. Ich könnte direkt Mutter zu Ihnen sagen. Ja, einverstanden. Dann könnte ich ja auch schon Klaus zu Ihnen sagen. Ach ja, bitte gerne, ja. Ja, ja und mit meinem Mann, ja, da werden Sie auch schon klarkommen. Ja. Er ist so ein bisschen bewundbar. Aber wenn man ihn zu nehmen weiß, oh, dann kann man ihn um Finger wickeln. Ach, komm ich mit klar. Oh. Ja, das wollen wir hoffen. Aber das Beste ist wohl, ich spreche erst mal mit der Hauptperson. Hm? So ganz nebenbei. Und diplomatisch. Ja. So, die Festung Schwiegermutter haben wir schon mal genommen. Naja, ein bisschen Bammel habe ich nun doch vor dem Herrn Bu und Ba. Ach, was schied. Hauptsache, sie will. Und sie will ja, sie will ja, sie will ja. Willst du nach Spanien? Wieso? Nach Sevilla, nach Sevilla, nach Sevilla. Du, wenn du nicht ab und zu mal lichte Momente hättest, könnte man das direkt mit Hans kriegen. Aber ich fühle mich glücklich dabei. Du, meine Schwiegermutter ist drin bei Lisa. Schwiegermutter? Das denkst du ist gut. Ich sag dir, das ist eine Frau, prima. Ihr seid euch ja schnell einig geworden. Ja, das ging so glatt ab. Ja, meist ein bisschen zu glatt. Ohne Verhör. Verhör? Ja. Wer sind Sie? Was können Sie? Was haben Sie? Wo sind die Blumen? Können Sie meine Tochter auch ernähren? Was für Kinderkrankheiten haben Sie gehabt? Ja, vielleicht hat Lisa irgendwo einen Defekt und die Mutter will sie gau an Mann bringen. Und wenn sie einen hat, ich nehme sie auch mit einem Lückendefekt. Junge, Junge, Junge. Muss Liebe schön sein. Ja. Ist doch ein schönes Gefühl, nicht, Klaus? Hm. Wenn der Verstand so langsam in Moors geht. Hm. Du, sag mal, was spuckst du hier auf den Teppich? Das lass bloß meine Ida nicht sehen. Du. Probier mal. Ah, voll Geile! Sei unverschuldet, Schwiegertick! Ja, warten Sie, das sollen Sie nicht umsonst getan haben! So, nur habe ich aber was gemacht. Ausgerechnet auf den Sondershut von der Strotschi. Na, du bist aber wirklich an der Reihe, vor ihr zu Kreuz zu kriechen. Das war eine Gemeinheit von dir, mir solche salzige Apfelsine anzubieten. Du, wo kommt die her, du? Die ist von dieser ominösen Partie. Von dir war das ominös. Ich muss erst mal raus zum Gurgeln. Ist das nicht gemein, Klaus? Uns mitten in der Nacht zu stören? Ach, von so einer netten Frau habe ich mich gerne stören lassen, Lisa. So? Und dabei wird dann so einfach über meine Zukunft verhandelt, hm? Hat deine Mutter was verraten? Hm. Sie hat so ganz nebenbei und diplomatisch bei mir angefragt, ob sie dich nicht zum Schwiegersohn haben kann. So, 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 ganz nebenbei. Und was hat sie geantwortet? Mutters Wunsch ist ihr Befehl. Sehe ich so aus, als dass ich mich dazu kommandieren lasse? Nee. Na, auf was wartest du noch? Bist doch sonst nicht so schüchtern. Ja, hier sind so viele Leute. Da hast letzte Nacht nicht nachgefragt. Ach, die Leute haben schon kapiert. Die sind ja nicht aus Dummstopp. Sie ist weg. Ich auch. Einfach weg. So ein Schweinkram! Das hört auf! Herr Sprott, was ist los? Oh, was bin ich für dich? Wo ist Bodendieck?
Der Kerl schmeißt meine Frau mit faulen Apfelsinen. Da glaubt er vielleicht, meine Ursche ist eine Tranktonne. Fiete, mach doch keinen Skandal. Wir haben Besuch in der Küche. Schied auf deinen Besuch. Die können ruhig hören, was du für ein Ferkel bist. Mensch, kann doch mal ein Malheur haben, ne? Du, das war kein Malheur. Das war vorsätzlicher Schweinkram, war das. Fiete, wenn ich dir das sag, das wollte ich nicht. Klaus, hol doch mal Gaudi Buddel, die steht in unserem Schlafzimmer. Okay. Du kannst mich nicht bestechen. Diesmal stehe ich ganz auf der Seite von meiner Olsch. Frau Gattin! Fiete, das ist ganz unbedacht passiert. Klaus hat mir eine Apfelsine angeboten. Ich beiß da rein wie in so einen Mischmasch von Pottasche, Käse und grüner Seife, sag ich dir. Und da habe ich den ganzen Kram ohne Nachdenken über den Balkon geworfen. Das soll ich dir glauben? Du lügst ja, dass das stinkt. Genauso wie du uns hast klar machen wollen, dass dies Fräulein und Klaus Jäger nichts miteinander zu tun haben. Bin ich eben gewahr geworden, was sie miteinander haben. Jäger? Klaus Jäger? Das wollen nun feine Leute sein, geben an mit Grünhöcker und Groh, mieten sich bei kleinen Leuten ein, damit das sich so auffällt. Feines Gemüse. Und ihr lasst euch doch dafür bezahlen. Hören Sie auf. Sie werden sich dafür entschuldigen, Herr Sprott. Und Ihre Frau auch. Sie haben doch meiner Frau selbst erzählt, dass Sie da in der Stube wohnen. Ja. Und Klaus Jäger hat das auch zugegeben. Aber umschichtig, du Dösbaddel. Sie nachts und er am Tag. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da hat er wohl gestern doppelte Schicht gemacht, was? Nee, da hat er da auf dem Sofa geschlafen, du Nachtmütze. So, Herr Sprott, nun nehmen Sie mal ein, dann sind Sie wieder der Alte. Ich kann bezeugen, dass August das wirklich nicht mit Absicht getan hat. Na, verdient hat er ihn ja eigentlich nicht, aber ich weiß ja, dass deine vermuckte Olsch dahinter steckt. Komm, Fiete, setz dich in Klaus sein Bett und dann tüdel dir mal einen an und dann zeig deiner Ollen mal die Zähne. Du, Lisa, deine Mutter unterhält sich in der Küche mit dem Herrn, habe ich gehört. Der Herr ist mein Vater. So was, und ich dachte schon, dass wir meiner, der Stimme nach, du, wenn er auch so ein famoser Mensch ist wie deine Mutter, da geht nichts verkehrt. Ich glaub, Sie versehen sich in meiner Mutter. Herr Jäger. Du weißt, wie ich heiß? Ja, was hast du denn? Ich will Sie über meine Mutter aufklären. Die hat vor gut 8 Tagen zum 2. Mal geheiratet. Und wissen Sie warum? Um sich ins warme Nest zu setzen. Aus Berechnung. Mann, das gibt auch noch was anderes, als nur nach Geld zu schielen, Klaus Jäger. Ja, Lisa, du bist... Jawohl, ich bin mit von der Partie. Die Tochter, die sich was unter den Nagel reißen will. Genau so ein Schleicher, der auf eine leichte Art zu was kommen will. Lisa, du, das habe ich Vater in meiner Rage gesagt. Mir hat das schon leid getan. Warum mir hat das leid getan, dass mein Herz sich so verbiestern kann? Lisa, können wir nicht alles unter 4 Augen besprechen? Sie hätten meine Mutter unter 4 Augen sprechen können, als sie ihn geschrieben hat. Nicht mal geantwortet haben sie auf ihren Brief. Verkrochen haben sie sich. Aber Lisa, wie sprichst du denn mit meinem Sohn und Schwiegersohn? Du, nun sei mal ein bisschen verträglich. Guck mal, das ist doch nur dein Bruder. Nee, Mutter, so ein Mann, das ist ja überhaupt kein Mann. Das ist ein Emil ist das. Mir tut leid, was gesagt worden ist. Ich pack meinen Koffer. Oh, nee, Klaus. Oh, Mann, du gehst doch weg. Tag, mein Dern. Tag, Herr. Ach, Vater. Nun mach ihn mal nicht allzu schlecht. Eine Menge Schuld kommt auch auf mein Konto. Bist ein bisschen streng mit ihm umgegangen. Ach, das war nicht schlecht gemeint. Wenn der Vater zur gleichen Zeit der Freund ist, das ist besser. So wie ich mit meiner fünfjährigen Tochter. Das ist auch meine beste Freundin. Noch, Mutter, das sind doch alles keine Entschuldigungen. Sowas tut man nicht. Das ist schlecht. Abgrundschlecht. Also mich tut das ja gar nichts an, nicht? Aber haben Sie in Ihrem Leben immer alles richtig gemacht? Mutter, halt du dich da raus. Nein, tu ich nicht. Hab ich mich nicht dafür hergeben müssen, hier die tüdelige Oma zu spielen? Und warum? Nur damit sie im Geschäft eine Ehefrau spielen konnte, die sie gar nicht ist. Was ist das denn? Das ist schlecht, abgrundschlecht. Du hast das bloß immer mit Klaus gehalten. Und dabei weißt du ganz genau, dass es eine Notlüge von Lisa war, weil die Frau von ihrem Chef so eifersüchtig ist. Lass sie sich nichts erzählen, Frau Lisa. Auf jeden Fall. Zieht der Junge nicht aus. Lass Fräulein Franzenmann gehen, wenn sie so wieder borstig ist. Nee, und nun bleibt sie erst recht hier. Ja, aber denn nur auf dem Sofa. Will ich auch mal was sagen, Sie? Darf. Reißen Sie doch oben die Klappe auf, Sie. Ja, Sie. Beste Frau. Nun regen Sie sich doch
dich auf, sind doch alles vernünftige Menschen. Ja, heute, wo ihre Frau dabei ist, da sind sie vernünftig. Gestern sah das aber ganz anders aus. Auf den Jungen lasse ich nichts kommen. Man soll aber auch nicht mit Steinen schmeißen, wenn man selbst im Glashaus sitzt, nicht? Auch nicht mit faulen Apfelsinen. Du hältst die nicht. Und du, Mutter, bist still. Hier hab ich zu sagen. Ich als nicht viele. Du sei du doch mal ganz ruhig. Wenn du nicht den dösigen Einfall gehabt hättest, die Stube zweimal zu vermieten, hätten wir uns den ganzen Ärger sparen können, nicht? Wenn ich auch mal was sagen darf. Oh, bitte, bitte, nicht. Können wir denn nicht alles in Ruhe abmachen? Wenn ich nun auch mal etwas sagen dürfte, dann sag doch endlich los, Mann. Ja, nur habe ich das vergessen. Ich hab mir erzählen lassen, Herr Bodendieck, was Sie sich da erlaubt haben, das war alles andere als recht. Wenn ich Ihren Geldbeutel hätte, Herr Jäger, dann wäre mir sowas bestimmt nicht eingefallen. Aber wenn Sie mit meinem Geld auskommen sollten, dann wäre Ihnen womöglich noch ganz was anderes eingefallen. Das sieht man ja an den faulen Apfelsinen, die Sie Ihrer Kundschaft andrehen wollten. Hab ich ja gar nicht, nicht wahr? Weil Klaus Sie davor bewahrt hat, nicht wahr? Die beiden jungen Leute haben mehr Verständnis dafür, wie das einem kleinen Mann zumute ist, der kein Auskommen mit seinem Einkommen hat. Na, Sie haben Grund, sich aufzuregen, bester Mann. Ach, was, ihr könnt mich ja, ach, mir ist auch die Petersilie behagelt. Nee, komm, Helmut. Wir wollen uns nicht mit Bodendieck erzürnen. Du, das haben sie nicht verdient. Sie sind wie Vater und Mutter zu unseren Kindern gewesen. Wenn du meinst. Komm an mit, ja. Und ich pack auch meinen Koffer. Was für ein Genuss! Zuzuhören, wenn andere Leute sich auch mal in der Wolle haben. Was für ein Genuss! Junge! Oh, pardon. Ja, so leicht zumut. Nach so einem Lüttenschluck wirst du doch gleich ein anderer Mensch. Und der andere Mensch macht auch gern noch einen. Friedrich! Bist du noch da unten? Hat mich da jemand gerufen? Hm? Was hast du da noch zu suchen? Sag mal, mein kleiner Schnuller, in was für einem Ton redest du denn wohl mit mir, ha? Sofort kommst du raus! Nee, mein Schieder, ich bleib hier unten. Da oben, da wohnt ein Drachen und der steigt mir mal so auf dem Dach rum. Du bist ja besoffen! Zum letzten Mal! In zwei Minuten bist du oben! Das ist zum letzten Mal, wenn du mir so kommst, komm ich überhaupt nie wieder. Flieg ich nach dem Süden und du bleibst zu Hause. Na, warte! Warte, auf was denn, mein Süßer, auf was? Glaub mal nicht, ich bin bange für dir. Du, mit dir wäre ich schon lange fertig. Dreh mir den Spieß mal um, du. Von heute an bist du mit mir verheiratet. Und ich nicht mit dir, du. So. Wie erfrischend. Was für eine Wohltat, du. Vielen Dank für den Kneippguss, mein Schatz. Oh. Mein Kopf, der war auch gerade so heiß geworden. So, nun kann ich mal wieder einen vertragen. Ja, Suche, viele Suche. Bloß nicht tun werden, sonst geht die ganze Autorität in Eimer. Oh, das ist sie. Oh. Ja. So, komm rein, du. Gott, was ist denn das für ein Empfang? Das ist sie ja gar nicht. Sie müssen entschuldigen, aber ich dachte, weil es da oben und habe ich mir gedacht, ich bin ja ganz nass. Nicht bloß von außen, wie es scheint. Ja, mein Nachbar hat mir so einen Lütten eingeschenkt. Ja, das ist bestimmt nicht bei einem geblieben. Sind die jungen Leute hoch? Ja, Klaus Jäger und Fräulein Franzen, meinen Sie? Ja? Ich meine das Ehepaar Franzen. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht wieder an. Oh Mann, Sie haben aber tüchtig getankt. Ja. Ich meine das junge Ehepaar, das da drin wohnt. Ja,
Ja, da sind sie ja nicht. Ich meine, Lisa Franzens spielt wohl eine Ehefrau, aber bloß im Geschäft, weil die Olsch von ihrem Chef, weil die so ein eifersüchtiger Vogel ist. Aber Klaus Jäger, der ist noch ein freier Wildbretschüss und hat ein weites Revier. Frau, du musst mich jetzt entschuldigen, aber ich werde dringend erwartet. Ich bin ein freier Wildbretschüss und hab ein weites. Ist denn sowas möglich? Weiß mein Mann das? Das muss er ja wissen. Das steht ja in ihren Papieren. Oh nee, wie ist die Welt verdorben? Meinetwegen nicht. Ich zieh trotzdem aus. Oh. Aber wo du mich mit reingezogen hast, das war in Ordnung. Das ist nix. Ich werde Frau Bollmann meine Geschichte erzählen. Oh. Frau Bollmann, sieh hier. So ist es. Ich wollte Ihnen nur den Umhang bringen, den Sie liegen lassen haben. Vielen Dank, Frau Bollmann. Tja, mir scheint, ich bin schon wieder in den schönsten Ehekrach reingeplatzt. Er hat mich geärgert. Muss die Frau dem Mann nicht auch mal vergeben, Frau Bollmann? Ist das nicht das Beste einer Frau, wenn sie auch vergeben kann? Das kommt darauf an. Aber Sie wollten mir doch eine Geschichte erzählen. Och, Lisa, kann ich denn mehr tun, als mich entschuldigen? Sag mir, dass du mir vergeben willst. Nee. Gut, dann soll Frau Bollmann hören, was für ein Los ich als Ehemann habe. Hören Sie gut zu, Frau Bollmann. Emil, lass doch den Ehetratsch. Das interessiert Frau Bollmann bestimmt nicht. Doch, 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 doch. Erzählen Sie, Mann. Vergibst du mir? Ich vergeb dir. Mit dem Kuss als Siegel. Nee, der gilt nicht. Muss das Siegel schon besser aufdrücken. Erpresser. Und ich sag, du brauch mir einen Ansturm. Bloß nicht, Mutter. Ich glaube, Arne Bar kriegt bald was zu tun. Oh, dann will ich Ihnen die Geschichte erzählen, Herr Jäger. Sagen Sie, Fräulein Franzenmann, sie kann sich morgen die Papiere holen. Als Privatsekretärin ist uns ihr Privatleben nicht sauber genug. Augenblick, Frau Bollmann. Hier ist alles ganz sauber zugegangen. Auch die Komödie, die Sie mir vorgespielt haben? Opa, Sie sollten sich schämen. Hab ich schon. Haben Sie nicht auch ein bisschen Schuld an dieser Komödie, Frau Bollmann? Ich? Wer sind Sie überhaupt? Lisas Mutter. Sagen Sie bloß, Sie haben gewusst, dass Ihre Tochter sich mit Luch und Betrug bei uns eingeschlichen hat. Bei Ihnen eingeschlichen hat, wollen Sie doch wohl sagen. Denn Sie bestimmen doch, wen Ihr Mann einstellen darf und wen nicht. Wer jung ist und unverheiratet, hat keine Chance. Wo können Sie Ihren Mann nicht anders halten? Ja, so halten Sie ihn bestimmt nicht. Danke für die Belehrung. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Junge, 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 Junge. Nun kriegt Ihr Mann aber was zu hören, denn schnacken kann sie ja. Ja. Ich will doch mal sehen, wie sie lossaugt. Lass sie reisen, die ändern wir nicht mehr. Da saust sie los wie die Hexe auf ihrem Besen zum Blocksberg. Und was soll ich nun machen? Keine Stellung, kein Zuhause. Wie ist der Jäger? Können wir Lisa nicht bei Jäger Obst und Gemüse an Gros unterbringen? Da kann ich nichts zu sagen, Herr Jäger. Im Geschäft bist du bloß einer und das ist der alte Jäger. Die Firma heißt von morgen ab Jäger und so. Oh, das heißt, wenn's recht ist, Herr Prokurist. Ach, Vater. Und von wegen der Apelsinen. Da reden wir nicht drüber. Die kannst du dir ins Salz legen. Ja, dann hast du sie da hingelegt. Ja. Ach, Vater, was hältst du so von deiner Tochter als Schwiegertochter? Naja, wenn sie nicht gerade nach dem Erbteil schielen. Oh. Oh, Vater, das gibt doch noch was anderes, als nach dem Erbteil zu schielen. Ich nehme die Stellung bei euch an. Und was kann ich dabei verdienen? Na, wie wär's mit lauter kleinen Jägern?